Schön, dass ihr alle da seid. Ganz herzlich willkommen zu Hardcore Colonization am Sonntagabend. Und wir werden heute weiter in Richtung Minmus mit Touristen fliegen. Aber erstmal ein ganz liebes Dankeschön an The Biome und Justa für den Resub 5. und 23. Monat. Vielen lieben Dank. Und dann kommt direkt noch ein Raid vom Wöller rein. Schönen guten Tag an Wöller und die Wöllerianer. Habt ihr einen offizielleren Namen als Wölleraner? Das klingt ein bisschen sperrig, aber ihr habt bestimmt einen cooleren Namen als das. Ganz herzlich willkommen an euch. Ihr habt auch ein wenig rumgekörbelt seit heute Morgen, habe ich gesehen. Dann natürlich vielen lieben Dank an den Mimir im 25. Monat. Völlig krank. Was machst du denn mit deinem Geld? Du verschwendest es ja einfach sinnlos. Und Wolfshooting, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kommunauten. Und natürlich auch noch Lord Grimmisch, vielen lieben Dank für den 16. Monat. Und Voyager, vielen lieben Dank für das Follow. Ich trage heute ein T-Shirt. Tada! So, ich hoffe, alles ist sauber eingestellt jetzt wieder. Ich hatte gedacht, ich habe alle Stellen gefunden, wo mir das Windows-Update was verhauen hat. Habe ich aber nicht. Ich habe die eine Stelle, die ich nicht geguckt habe, war die Mikrofoneinstellung im OBS, ist auf Standard zurückgesprungen und weg vom Mikrofon. Ja, und Afrimaster, vielen Dank für den Sub und ganz viel Spaß mit den Emotes. So, jetzt muss ich aber hier erstmal kurz klarkommen. Ich glaube, das mit dem Hallo sagen wird heute schwierig. Ich pick mir jetzt einfach ein paar Leute raus und der Rest fühlt sich einfach mitgegrüßt. Ist das ein Deal? Erstmal natürlich die Mods Crazy Day und Neo. Vielen lieben Dank. Ja, schön, dass ihr hier mal moderiert. Aber moin, Torbak, hi. Kalles auch schon da. Dann hat Crazy ganz viel gespammt. Der Jens ist unterwegs. Der Scharabel Pablone, Wolf Shooting, Libyom, Iron Thomas, Tensei Prime, Quasi 21, der Meckes, der Mimir, der Nikolai Rudolf, der Arnold, Flosse Schnauzbart, Auto 1993 und all diejenigen, die noch mit dazugekommen sind. Ich mache jetzt hier mal kurz einen Cut in die Menge rein und fühlt euch bitte auch alle herzlich willkommen. Dadurch, dass ich jetzt irgendwie es ein bisschen verkackt habe mit dem Mikrofon, habe ich natürlich genau den Raid drüber liegen und bevor ich das alles auseinander sortiert habe, da spielen wir doch lieber, oder? Und natürlich auch ein ganz liebes Hallo an die Lurker-Bande. Ja, wir sind mit Touris unterwegs, wir fliegen nach Minmus. Darum mache ich mir weniger Sorgen. Ich mache mir ziemlich viel Sorgen um die Landung, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe heute probehalber was Neues eingebaut. Und zwar, erstens ist die Expedition wieder an. Und zweitens gibt es die Möglichkeit, dass ihr mit euren Körbeldollar jetzt für 200 Körbeldollar einen Sound abspielen könnt. Das müssen wir heute mal ausprobieren. Also das ist erstmal probehalber drin. Ich hatte ja gesagt, dass ich da die Idee hatte und das mal ausprobieren wollte. Das wird mittlerweile unterstützt. Expedition ist heute wieder drin, um zu gucken, ob sie jetzt funktioniert oder ob sie immer noch kaputt ist, weil es gab einfach eine neue Version. Und wie gesagt, mit Ausrufezeichen Perks könnt ihr euch angucken, was es für Perks gibt. Und da ist bei 200 Punkten ist erklärt, was für Sounds es gibt. Also mit Ausrufezeichen Redeem und dann den Perk-Namen. Apollo 13 und Nukular sind die zwei Sounds. Die sollten relativ selbsterklärend sein, wie die funktionieren. Oh mein Gott. Ich wollte es noch einmal kurz doch erklären. Oh, was macht ihr denn? Ihr Verrückten. So, und damit könnt ihr die Redeem. Dann müsste hier eigentlich ein Sound abgespielt werden. Das war so als Idee gedacht, dass auch diejenigen, die hier nicht irgendwie einen Sub lassen oder sowas und regelmäßig irgendwo Geld einwerfen, auch mal einen kleinen Sound abspielen können. Hin und wieder. Ich muss mich ein bisschen mit den Preisen dann eintarieren, ob das mit hin und wieder funktioniert oder ob ich das teurer machen muss. Da sind wir aber noch in der Erprobungsphase. So, jetzt aber erstmal noch diejenigen, die ich verpasst habe. Nämlich der Arnold hat noch einen Resub reingeschmissen mit 19 Monaten. Vielen lieben Dank. Der Wheeler hat ein Follow dagelassen. Das Wort heißt Nukular. Wie war das von der Lautstärke her für euch? Ich habe jetzt gerade genau nicht das Desktop-Audio eingescrollt gehabt. Das sah okay, also hörte sich okay an von der Lautstärke, aber gebt mir gerne mal ein Feedback, ob das okayisch eingeregelt ist. Wheeler, vielen lieben Dank fürs Follow. Holzritter, vielen lieben Dank für den Sub.
und natürlich ganz viel Spaß mit den Gravity Boats. Und OEC Checker, vielen lieben Dank fürs Follow. So, kann sogar einen Tick lauter. Okay, dann machen wir das noch einen Tick lauter. Danke fürs Feedback. Deshalb testen wir das ja heute. Also der Neo hat es mal vorgemacht. Das sind, glaube ich, zwei erstmal halbwegs akzeptable Geräusche und Auto. Vielen lieben Dank auch an dich fürs Follow. Wo habe ich es denn? Da habe ich es. Zack, zack. Ich muss das kurz einmal raussuchen. Editieren. Next. So, dann machen wir die ein bisschen lauter. Zack. Save. Und hier auch nochmal. Zack. Save. So, dann sollte das beim nächsten Mal ein Ticken lauter sein. Ich hoffe, dann passt das ganz gut. Dann bin ich mal gespannt, wie eure Expedition... Ja, Hälfte aller Kommandanten wurden unter der Rakete zerquetscht. Hervorragend. Läuft bei uns, oder? Also bei euch. Nicht so, meine ich. Gut. Wir wollten Raumschiffe fliegen, habe ich gehört. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwas Schlimmes an ist. Nee, eigentlich nicht. Ich frame-droppe gerade so ein bisschen vor mich hin, aber... Sieht okayisch aus. So. Lasst uns Raumschiffe fliegen. Es geht nach Minmus. Das ist hauptsächlich eine Touristikmission, also hauptsächlich finanziell gedacht. Wir werden natürlich trotzdem gucken, dass wir ein bisschen Wissenschaftsdaten mitnehmen, wenn wir schon mal da sind. Das ist die Mission an sich. Das können wir auch mal löschen. Rich Strat haben wir leider umgebracht, hochprofessionell, bei der Landung. Leider. Leider, leider. So. Zack. Dann fliegen wir mal, würde ich sagen. Und gucken, dass wir eine gute Minmus-Landung daraus machen. Wir haben 5 Touristen mit dabei, meine ich. 3 sind eigentlich nur für ein Flyby gebucht. 2 für eine Landung. Wir nehmen aber der Einfachheit halber alle mit runter auf die Landung. Das ist unsere lustige Rakete. Die sieht auch noch ganz gut aus, was die Delta-Vs angeht. Wir sind ja schon auf dem Weg nach Minmus. Wir müssen da also nur noch bremsen und dann entsprechend einmal landen. So, ich guck mal kurz, ob alles soweit läuft. Supplies sind okay, Habitation ist okay. Wöller übernimmt das Ruder. Genau, die nur ein Flyby haben, müssen in der Rakete bleiben. Die dürfen nicht draußen im Minmus-Sand spielen. So, die Rakete war soweit auch getestet, dass das eigentlich funktionieren sollte. Wir haben nicht großartig Experimente mit. Das muss man der Fairness halber sagen. Also Wöller wird... Ah, das wäre das Einzige, wo ich ein bisschen Schiss habe. Aber eigentlich kann er kurz aussteigen und die Experimente nehmen. Das müsste passen. Okay, das heißt, wir werden jetzt relativ straight Richtung Minmus scrollen. Und dort ein Bremsmanöver durchführen. Zack. Huch. So, und dann müssen wir mal gucken, dass wir uns irgendein Biom schnappen, was wir so noch nicht hatten. So, ich denke, so ist erstmal safe. Das müsste gut hinhauen. Wir haben genug Strom. Das passt alles. Und wir tickern jetzt ein bisschen Zeit runter. Es gibt 2 große Events, die demnächst auf uns zukommen. Es gibt demnächst ein Startfenster nach Yol. Und es gibt demnächst ein Startfenster nach Duna. Ich glaube, ich würde gerne technologisch soweit sein, dass ich beide mitnehmen kann. Das heißt, was Yol angeht, brauchen wir auf jeden Fall noch eine sehr, sehr stark verbesserte Antennentechnologie. Und im Idealfall Nukleartriebwerke. Oh, habe ich gerade nuklear gesagt? Mein Fehler. Nukular natürlich. Wartet, ich habe das auch parat. Ach ne, ich warte mal, ob ihr das machen wollt, oder? Und das Duna-Fenster. Ich weiß es noch nicht, ob wir so weit sind, dass wir technologisch schon bekörbelt fliegen können. Aber es soll auf jeden Fall eine erste unbekörbelte Mission mindestens mal im Idealfall. Würde ich sogar schon gern bekörbelt fliegen. Ich weiß aber, wie gesagt, noch nicht, ob ich so viel Habitation in dem Moment schon zusammenbekomme. In einer sinnvoll gespeckten Rakete. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich denke, nach dieser Mission wäre mein großes Ziel, nochmal eine pure wissenschaftlich ausgelegte Mission nach Minmus zu starten.
Ich hoffe, wir können uns das dann leisten. Das wäre zumindest mein Wunsch an der ganzen Geschichte. So, und jetzt müssen wir mal ganz kurz ein bisschen brennen. Während ich hier die ganze Zeit laber. So, und ich habe schon wieder die Hälfte verpasst. Finjay, vielen lieben Dank für den Sub und ganz viel Spaß mit den Kerbel-Emotes. Zack, Feuer frei. Wupp, wupp. Nukular. So, jetzt hat es keiner von euch abgespielt, dann muss ich das machen. Nukular. Das Wort heißt Nukular. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Wir dürfen das natürlich nicht einfach beim richtigen Namen nennen. Also beim falschen Namen natürlich. Falscher Name. Definitiv sowas von falscher Name. Weißt du, warum dein Modpack manchmal bei mir abstürzt? Nein, das weiß ich leider nicht, weil ihr habt alle unterschiedliche Rechner. Was auf jeden Fall ein Thema sein kann, ist Arbeitsspeicher, schlicht und ergreifend, dass der dir ausgeht. Aber ansonsten kann ich auch nur raten. Vor allen Dingen, wenn ihr mein Modpack-File zu einem anderen Zeitpunkt installiert, kann es natürlich sein, dass Mods gegebenenfalls neue Versionen released haben, wodurch ihr andere Funktionalitäten und andere Probleme natürlich auch abbekommt. Das ist ein bisschen der Haken an dieser ganzen Geschichte, weil ich kann und darf nicht meinen Game-Data-Folder einfach gezippt irgendwo hochlegen. Also können schon, dürfen definitiv sowas von nicht. Weshalb das leider immer ein bisschen Abweichung gibt, außer ihr macht das exakt an dem gleichen Tag wie ich, wo ich das Modpack installiere, was im Regelfall nicht der Fall sein wird. Deshalb kann ich da leider nur mutmaßen. Sagen, Homer muss lauter. Okay, dann hat es irgendwie die Lautstärke-Regelung vom Stream Deck auch ziemlich zerhauen. Lass mich mal gucken. So, ich mach mal so. Nukular. Ist auch immer noch sehr leise. Das Wort heißt Nukular. So, wie ist jetzt? So, wartet mal. Nukular. Das Wort heißt Nukular. Ist immer super, wenn alles neu eingepickelt werden muss. So, dann haben wir das schon mal. Jetzt sollten wir gucken, wo wir noch nicht waren. Highlands. Cruel Port. Highlands, Slopes. Great Flats. Great Flats wäre eigentlich ganz okay, ne? Okay, das lassen wir mal. Sind das hier die Greater Flats? Greater Flats hatten wir auch noch nicht. Ja, dann. Machen wir noch einen Orbit, würde ich sagen. Und bremsen uns dann runter auf die Greater Flats. Da können wir auch gut landen. Das ist ziemlich safe mit den Touris. Ich glaube, das gefällt mir. Was ist das? Haben wir... Ach nee, das ist der Probe Core. Ich verstehe. Okay. Zack. Wie man diese beiden Infopanels anpassen kann, du kannst auf das Kerbal Engineer-Dings gehen und Wolf Shooting, das geht an dich. Und kannst dann hier auf Edit klicken und verschiedene Werte rein- oder rausnehmen. Das sind die Einstellungen. Warum hat der eigentlich schon wieder die ganzen Background-Sachen rausgenommen bei mir? Ich hatte extra Backgrounds eingestellt, dass man das ein bisschen besser lesen kann. Die nimmt es immer wieder raus, ne? Will er einfach nicht. Interessant. Na gut. Ach, jetzt hat er sie wieder ein bisschen drin. Okay. Jetzt aber. So, wir bremsen. Ziel ist es, dass wir hier so in den Greater Flats irgendwo landen werden. Oha, da kommt direkt der nächste Raid rein. Was ist denn heute los? Die Affenbande hat wohl Dienstschluss, wenn ich das richtig sehe. Schönen guten Tag, Herr Spanker. So, müssen wir ein bisschen runterbremsen noch. So, und dann gehen wir schon mal hier hin. Schönen guten Tag an die Affenbande oder den Stamm. Man nennt es ja Stamm in dem Spiel, habe ich heute gelernt. Schönen guten Tag an König Louis oder auch Major Spanker, wie wir ihn nennen. Man erkennt ihn daran, dass er die gleiche Frisur wie König Louis hat und auch ähnlich rötliches Haar, wenn er welches hätte. Ihr habt heute weiter den Urwald unsicher gemacht, beziehungsweise es wird bei dir langsam... Du bist nicht mehr ganz tief im Dschungel drin, oder? Du bist schon ein bisschen weiter mittlerweile.
Apropos, bitte gerne jetzt mal einen Shoutout für den Major Spanker und natürlich retrospektiv betrachtet auch noch für den Wöller. Aber wo wir gerade beim Herrn Spanker sind, Anchester ist auf jeden Fall ein Spiel, das werde ich irgendwann auch noch spielen. Ich warte jetzt aber die große Hypewelle mal ab. Im Moment spielen das viele andere Leute und ich konzentriere mich mal brav auf Kirby Space Program mit der Zeit, die ich habe. Super interessant, geht um Evolution, Entwicklung der Menschheit und. Unbedingt mal reinschauen. Natürlich bevorzugt beim Herrn Spanker, wenn ihr schon guckt. Aber auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. Und wie gesagt, ich kann schon mal mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich mir das definitiv auch geben werde. An einem gewissen Punkt. Allerdings ist dieser Punkt noch in der fernen Zukunft. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das noch dieses Jahr was wird. Deshalb auf jeden Fall mal beim Major vorbeigucken. Lasst ihm ein Follow da und guckt mal rein, wenn er seine Affenbande durch den Dschungel führt. So. Was hat er denn geschrieben? Der Baumstamm. Ah ja, ihr seid der Stamm mit dem Namen Baum. Ja, den dummen Wortwitz hatte ich vorhin auch schon mitbekommen. Ich hatte gedacht, es war vielleicht ein Irrtum, aber du hast das wirklich gemacht, ja? Und Cyberpunk werde ich definitiv streamen. Auch da ist allerdings die Frage, ob ich es dann wirklich on Release direkt mache, obwohl ich fast dazu tendieren würde, das zu tun. Da muss ich aber mal gucken, wie sich das... Ich hoffe ehrlich gesagt, dass Cyberpunk sich ein bisschen verzögert, damit ich noch in Ruhe Kerbal Space Program streamen kann. Also zwei. Weil das wird sonst eine harte Nummer für mich. Weil KSP sagt Frühling 2020, Cyberpunk sagt April 2020. Bisschen viel Zeug auf einmal. Was? Almesh, du hattest einen Kerbal Redeem? Wann, wie, wo? Jetzt gerade? Jetzt gerade? Ist ja nicht angezeigt worden. Der Schweinebär. Ich muss jetzt erstmal fliegen. Zack. Ich gucke gleich. So. Zack. Bam, 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 bam. Vielleicht im März, ja. Ich glaube, es ist noch nicht so ganz fix, aber Frühling deutet auf jeden Fall auf Januar, Februar, also eher Februar, März hin. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jawohl, Almesh. Alles gut. Habe ich gesehen in der History. Können wir dann später tun. Beziehungsweise kannst du mir mal im Chat, also auf Discord oder hier auf Twitch schreiben, was für eine Klasse dein Kerbal haben soll. Also nicht in dem Chat, sondern in den privaten Nachrichten, sonst geht das verloren. Was für eine Klasse dein Kerbal haben soll und wie er heißen soll. So, wir machen jetzt hier mal die Landung. Warum zur Hölle? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Warum zur Hölle der Kerbal keinen... Ah ja, okay. Irgendein Vogel, wahrscheinlich ich, hatte den Sound ausgeschaltet. Safe. Gwen, na? Wie ist es? So, wir müssen gucken, dass wir auf den Flats landen. Das sieht aber ganz gut aus. Mit der Drehung und dann noch einem schönen kleinen Burn werden wir ganz gut arbeiten können. Zack. Gwen, der neue Bot ist relativ entspannt, weil ich habe das mit meinen Mods auch diskutiert. Es gibt eigentlich nur eine Person, die hier regelmäßig spammt. Deshalb, und diese Person tut das offensichtlich nur, um den Bot zu provozieren und gewiped zu werden. Also haben wir einfach beide Sachen gut miteinander kombiniert. Er tut das nicht mehr. Jetzt hast du nämlich keinen Anreiz mehr zu spammen. Mal gucken, ob meine umgekehrte Psychologie funktioniert. So, Lala. Wir gleiten da noch ein bisschen ran. Ich glaube, hier irgendwo werden wir die Landung machen. Wir sind jetzt schon ganz gut unterwegs. Ich brenne mal ein bisschen noch, um die Kiste schon mal reinzuholen.
So, sieht gut aus. Okay. Ich würde sagen, den Rest suiciden wir. Was? Falls das ein Cheer werden sollte, ist er richtig schief gegangen. Und Latigit, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kurbonauten. So, wir sind super entspannt unterwegs. Das sollte eigentlich alles hier easy peasy werden. Mit unserem Suicide Burn. Den Touristen ein bisschen Angst machen. Hauptsache, wir bringen sie nicht aus Versehen um. Was gibt's heute zu trinken? Heute gibt es nur eine Mate. Ich habe heute mal nichts Alkoholisches mit dabei. Ich war nicht am Wochenende auf einer Hochzeit gewesen und habe ein wenig mehr getrunken. Jetzt habe ich gedacht, heute trinke ich mal Non-Alcoholic. Nur eine leckere Mate. Das reicht. So. Ich glaube, ein Großteil... Achso, erstmal mal die Landung. Großteil meiner Kürbis, die sind schon okay. So. Gucken wir mal, dass wir hier die Landung noch machen. Die war ein bisschen knapp kalkuliert, aber eigentlich ist das Ding hier immer sehr gnädig. So. Sieht gut aus. Sehr angenehm rein. Triebwerk erstmal relativ weit runtergefahren. Wir haben noch ein bisschen Platz bis zum Boden. Gut aus. Sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Schön sauber in einem Burn nach unten gefahren, die Kiste. Läuft bei uns mit, ach guck mal, mit Moon und Kerbin im Hintergrund. Ein Bild für die Götter. So. Langsam, langsam, langsam und aus. Na komm, setz auf. Punk. Tada! Wir sind da. Sehr schön. Hier hatten wir nochmal diese Nummer mit den Dampeners, ne? Schon wieder so. Punk, 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 punk. Das machen wir jetzt mal für alle. Bassel, vielen lieben Dank für den Host und Maxima Benedikt, vielen lieben Dank für den Follow und ganz herzlich willkommen an den Snake. Moin. So. Auch. Sollte also. Achso, die sind eh alle gegroupt, ne? Ne, sind sie nicht. Offensichtlich. Offensichtlich haben es nicht alle angezogen. Interessant. Also die Spring Strange haben sie mitgenommen, aber die Dampener nicht. So, sehr schön. Fahrzeug steht. Hätte ich gesagt, eigentlich sollten die jetzt alle auf Recovered sein. Und Recovered sagt dann eigentlich, alles ist cool. Ich kann ab hier mit dem Piloten aussteigen. Das würde ich jetzt auch mal probieren, weil die Stärke der Springs eigentlich ausreicht, dass das Ding auch ohne SAS stehen bleibt. Ich mache es trotzdem mal kurz aus. Gucken, passt das? Sieht gut aus. Sieht gut aus. So, vielen Dank für die ganzen Hosts. Seht ihr, das hätte ich mal, den Bonus hätte ich wieder ausschalten sollen. Jetzt nehmt ihr beides mit. Hab, eine zweite Expedition habt ihr noch nicht gemacht, ne? Nee, ist auch die Zeit noch nicht für abgelaufen. So. So. Zack. Wir holen uns mal eine Bodenprobe.
Die haben wir nämlich hier noch nicht. Das ist mal besser als nix. Zack. EVA-Report und Surface Sample. So. Fahne sparen wir uns. Ist nur eine Touristikmission. Aber mit jetzt noch einem Crew Report sind wir zusammen dann schon ganz gut unterwegs. Dann haben wir sogar noch was für die Wissenschaft getan. Freunde, Ruhe bewahren, Schock bekämpfen, was der Neo sagte. Cooldown ist noch aktiv. Ihr müsst nicht alle sofort hinterher springen. Expedition läuft erst an, wenn der Cooldown vorbei ist. So. Zack. Crewport. So, sehr schön. Haben wir das? Und dann würde ich sagen, fliegen wir erstmal nach Hause und gucken mal, wie wir den Tag wissenschaftlich weiter angehen. Ja, ist eigentlich schon ein schönes Bild, ne? Müssen wir müssen wir das mal Overlay frei machen. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. So, genug geglotzt. Jetzt wird geflogen. Und ab geht die wilde Fahrt. Bringen wir die Touris nach Hause. So, ich hoffe, da ist kein Berg direkt vor mir. Deshalb immer mal in Flugrichtung gucken. Das hilft unter Umständen ziemlich. So, wir sind sehr gut unterwegs, noch was die Supplies und alles angeht. Können uns also auch noch recht entspannt bewegen insgesamt. Dann schauen wir mal. Aber wie ist es denn jetzt so? Du hast ja jetzt, glaube ich, 4 Tage Ancestors gespielt. Du hattest am Anfang gesagt, so wie so ein Puzzlespiel. Was würdest du jetzt nach 4 Tagen sagen? Immer noch so der gleiche Eindruck? Es ist viel Puzzeln, viel rausfinden und vor allen Dingen, wie ist denn die, ich sage noch nicht Langzeitmotivation, sondern Mittelfrist. Ach du Scheiße, wie weit habe ich denn schon wieder Gas gegeben hier? Eieiei, schon ein bisschen viel Scooby vor lauter Gerede. Mittelfristmotivation. Nee, Carsten, ich mach nix auf Geet. Hatte ich mal, aber im Moment habe ich keine aktiven Gewinnspiele auf Geet laufen. Ich muss mal gucken, ob ich im September noch was mache. Wahrscheinlich aber nicht, weil ich gerade einen Umbau an meinem Setup mache. Da die Kohle reinfliegt und dann wahrscheinlich ab Oktober oder November, wenn ich damit durch bin, ich auch mal wieder ein kleines Gewinnspiel mache. Aber aktiv im Moment nix. Man kann leider nicht genug automatisieren. Es ist ein Fleißspiel. Okay, also du musst jetzt immer so Sachen zusammensuchen. Was wird auf dem Flug kredenzt? Das sind so kleine, leckere Snacks. Auf jeden Fall Snacks. Und dazu gibt's ein Gläschen Vanilleeis. Statt was zu trinken. Ja, das ist... Das ist, was es für die Körbel zu gibt unterwegs. Was anderes konnten wir leider nicht aufbringen. Genau, Minzeis haben wir mitgenommen, das wird aber bitte nicht aufgegessen. Minzeis ist nur für wissenschaftliche Untersuchungen gedacht. Vanilleeis ist als Verpflegung mit dabei. Das Minzeis ist eine ganz andere Nummer. Das ist wissenschaftliches Material. Freunde, es wird nicht an den Proben gelutscht. Niemand hat die Absicht, an den Proben zu lutschen. So. Ne, Tourismus hat auch immer ein Ende. Und Tourismus hat da ein Ende, wo es die Wissenschaft kaputt macht. Reißt euch mal zusammen. So, ich würde sagen, wir machen gleich den Exit-Burn. Wir haben eigentlich noch genug Delta-V, dass wir das hinbekommen sollten. So.
Zack, zwei Tage. Sehr schön. Und dann machen wir von da aus die Bremse. Ich glaube, das passt ganz gut. Dann haben wir jetzt noch 553 Delta V zum Reinbremsen. Das müsste eigentlich reichen, um uns in einen wundervollen, angenehmen Re-Entry zu bringen, hoffe ich. Locker. Können wir vielleicht noch ein bisschen Einfluss gleich darauf nehmen, ob es Splashdown wird. Da ist der Moon. Okay, cool. Wäre natürlich auch sehr stumpf, den noch mitzunehmen. Aber dafür haben die nicht bezahlt. So, dann haben wir danach noch 300 und ein bisschen Delta V. Damit werden wir ein bisschen anbremsen. Dann hoffen wir mal, dass wir trocken runtergehen. So, auf zum nächsten Manöver. Ich hatte jetzt gerade keine Lust auf das Gefummel, Carsten. Ich habe einfach gedacht, ich fliege das jetzt in zwei Schritten, weil ich nicht so effizient rausgehen musste. Ich finde es von Minmus aus immer recht fummelig, den sauber reinzudrücken in direkten Entry. Vom Moon ist das ein bisschen einfacher. Juti. Hier sieht auch alles gut aus soweit. Oh, dann haben wir auch ganz gut Zeit. Wir müssen sie nur sauber reinbringen. Und im Idealfall nicht irgendwo gegen eine Bergwand schmeißen. Dann haben wir eigentlich viel geschafft. Am coolsten wäre es natürlich, wenn wir sie sauber ins Meer splashen lassen. Ich glaube, damit würden wir am meisten gewinnen. Also so aus Sicherheitsfaktor-Sicht. Gut sortierten Duty Free Shop. Noch nicht, aber wir haben schon den Auftrag, eine Raumstation zu bauen an Minmus. Da könnte man dann natürlich gucken, ob man nicht so einen kleinen Duty Free Spirituosen und Andenken Shop mit so kleinen Wobbleheads oder sowas reinbaut. Oder so gehickelten Abdeckhauben für das Klopapier. Für das Weltraumklopapier, versteht sich. Natürlich für das Weltraumklopapier. So, ich brenne jetzt hier noch ein bisschen, bis wir bei 35 Kilometer sind. Damit ist Re-Entry schon mal confirmed. So, und damit haben wir Souvenir und Duty Free. Ja, unbedingt. Unbedingt. Ich vermute, dass ein gewisser Humorfaktor dabei sein wird, ob es direkt dann Duty-Free und Andenken-Shops geben wird. Ich fände es sehr cool, aber würde ich als unbestätigtes Gerücht erstmal sehen. So, das müsste ganz gut funktionieren. Bis hierhin und dann bremsen wir nochmal die letzten paar Meterchen. So, und dann schauen wir mal, ob mit den Wissenschaftspunkten, die wir da mittlerweile haben, können auch noch mal oben in der Station gucken. Da müsste auch mittlerweile ein bisschen was zusammengekommen sein. Hoffe ich zumindest. Dann sollten wir mal langsam schauen, ob wir das Nuklear-Triebwerk erforschen können. Und auf Basis dessen... Und dann natürlich noch irgendwie gute Antennen. Also Plan wäre jetzt zu sagen, okay, wir erforschen das Nuklear-Triebwerk und fliegen dann damit nochmal zum Minmus, allerdings mit einer Forschungsmission, wo auch so richtig echte Wissenschaftler mit dabei sind, die Ahnung haben von dem, was sie da tun. So. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier den Restsprit
noch loswerden. Wir sind noch auf 500 Kilometer. Na komm. Oh, wow. So, jetzt nehmen wir so viel Schwung wie möglich raus, dass wir nicht von ganz so weit oben gefühlt runtergestürzt kommen. Das macht es für unsere Touris ein bisschen einfacher im Wiedereintritt, dass wir die nicht killen. So. Voll. So, jetzt ist das schon fast nur noch, war sogar schon unter der Mondumlaufbahn, deutlich drunter. So gut. Gut, dann müssen wir die ganzen Fallschirme noch scharf machen. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Und Carles haut ein Gifted-Zap an Streamlabs raus. Warum denn an Streamlabs? Na gut, vielen lieben Dank dafür. Und Streamlabs, yay! Ganz viel Spaß mit den Emotes. Danke, Carles. Aber gib dir den ruhig irgendeinem richtigen Zuschauer das nächste Mal. Streamlabs wird die nicht so oft benutzen. Wow, das geht. Na klar, es ist ja letztendlich ein einfacher Bot-User, aber. Zack. Zack, zack. So. Zack. Und. Ichiki, vielen Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kyronauten. So, zack. So, dann machen wir den Bremsfallschirm mal als nächstes. Der wird relativ wichtig. Zack. Und Fully Plausible 7. Close Arm. So, der ist auch noch einzeln, glaube ich. Jawohl. La 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 la. La 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 la. Bleibt bei 50-50, ja, dann scheint das immer noch buggy zu sein. Na gut. So, und dann müssten jetzt gleich alle Shoots scharf sein. Ich lasse das jetzt für diesen Stream trotzdem mal an, aber ich werde es dann erstmal wieder abschalten. Also das Problem scheint wohl noch nicht so richtig gelöst zu sein. So, Dalle, dann. Auf geht's Richtung Atmosphäre. Wir sind soweit vorbereitet eigentlich. Okay, dann würde ich sagen. Die Couple Stuff. Und. Please not. Okay, cool, cool. So, Essen ist weg. Die Tischen brauchen wir jetzt nicht mehr. Wie mein Sonntag war, entspannt. Hauptsächlich ziemlich entspannt. Oh, warum kommt hier Hitze rein? Nicht die Touris grillen, Digga. Wir haben da ein Heatschild davor und wir haben das nicht aus Spaß davor. Irgendwas überträgt komische Hitze. Ein bisschen drehen scheint sich zu neutralisieren. Mein Sonntag war sehr entspannt. Ich habe relativ lange ausgeschlafen. Wie gesagt, ich war am Freitag auf einer Hochzeit, war dann Samstag im Laufe des Tages wieder zurück. Hatten also quasi schon etwas vorverlagertes
längeres Wochenende, meine Frau und ich, und haben den Sonntag heute ein bisschen zum Putzen und Aufräumen genutzt. Ein bisschen auf der Couch gehangen und gemeinsam House of Cards weitergeguckt. Also klassisches Binge-Watching, was man halt am Sonntag so macht. In der Jogginghose. Und dann haben wir noch was zum Abendbrot gegessen, bevor ich mich dann jetzt in den Stream geschmissen habe. Ja, so war mein Sonntag. Also völlig unspektakulär insgesamt, aber muss auch sein, muss auch sein. Das muss auch mal sein. Das sieht sehr gut aus. Das sieht auch sehr gut aus, dass wir einen Splashdown hinbekommen. So, wir sind jetzt bei normaler Orbitalgeschwindigkeit. Ich hoffe, da geht noch ein bisschen was bremseffektmäßig. Kommen ganz schön schnell rein, muss ich sagen. Das sieht nicht nach Wasser aus, ne? Das sieht nicht so wasserig aus, wie ich dachte. Schauen wir mal. Erstes Problem ist erstmal genug Geschwindigkeit abbauen für den Bremsfallschirm, bis wir auf 9000 Metern sind. Ich glaube, da sind wir ganz gut unterwegs. Hitzeeffekte haben wir gut im Griff. Der Ablator reicht auch noch eine Weile. Ich glaube, wir kriegen das schon mal hin. Und dann kommt der zweite spannende Teil. Aber das hat eigentlich letztes Mal auch super funktioniert im Testflug. Mit den Fallschirmen. Wir dürfen halt nur nicht irgendwo mitten in die Berge reinkrachen. Hier wäre eigentlich ganz schönes Zwischenstück, ne? Da wird es schon wieder ziemlich hügelig. 26 Kilometer Höhe noch. Haben es fast. Wir haben es fast. Please, please. Nicht auf eine Steilwand, ey. Das wäre bitter, wenn alles andere klappt, aber wir eine Steilwand erwischen. Aber toll, so dazwischen. Richtig toll wäre das. Da wäre auch eine Stadt, von der aus sie uns abholen können. Alles wäre super. Okay, das sieht schon mal gut aus. Der Bremsfallschirm ist noch nicht safe. Wir sind aber auch noch nicht ganz auf der Höhe. Jetzt ist er safe und wir sind noch über den 9 Kilometern. Sieht also gut aus. Wir werden auf jeden Fall einen sauber deployten Bremsfallschirm. Fremdfallschirm. Ja, genau. Ich trinke einfach mal einen Schluck und während wir warten, was passiert, würde ich sagen. Lässt sich ja jetzt eh nicht mehr ändern. So, Bremsfallschirm in 400 Metern. Da ist er. Bei 7000 geht er scharf und bremst uns erstmal schon mal weiter runter, dass wir nicht ganz so hohe Gehbelastungen bekommen, wenn die anderen Schirme öffnen. Sieht gut aus. Kommt der Rest. Wir haben relativ ebenen Boden unter uns. Das sieht gut aus. Das dürfte funktionieren. So, andere Schirme sind auch deployed. Wir sind aber erst auf 4000 Metern Höhe. Kriegen also den Full Deploy erst in circa 3 Kilometern. Solange bremsen uns die Schirme aber schon mal schön sanft runter. Das sieht gut aus, Freunde. Das sieht wirklich gut aus. 6 Meter haben wir Impact Tolerance, war es glaube ich, auf dem Touristenmodul hier. Ich habe die Beine abgebaut in der frechen Überzeugung, dass das funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert auch in etwas höheren Lagen. Aber wir sind ganz schön weit oben, ne? In den Bergen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe wirklich, dass es funktioniert. So, Schirme sind im Full Deploy. Und wir gehen auf. Jawohl, das sieht gut aus. Safe. Wir sind unter den 6 Metern pro Sekunde. Könnten es jetzt noch super sicher spielen. So. Nochmal Gewicht abgeworfen. Also Heat Shield weg. Das bringt uns jetzt eigentlich so sauber. Was ist das? Was wächst denn da hinten für Zeug? Irgendwelche Blumen oder so. Wer weiß.
Eine Bergziege? Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Bergziege ist. Aber irgendwas ist da. Kristalle. Ah, okay. So, schön sauber aufsetzen. Tada! 1 Million Körbeldollar nur für uns. Und wir kriegen jetzt gleich noch Transmit or Recover Scientific Data from the Surface of Minmus. Das wird gut. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Explodiert. Vielen lieben Dank. 26 Monate in Folge. Dankeschön. Dankeschön. Der Eagle ist wahrlich gelandet. So, ich hoffe, dass die Touris uns jetzt auch wieder mögen und uns mit teuren Aufträgen überhäufen. Und wir haben sogar ganz gut Science zusammengekratzt. Und viel, viel Zeug. Oh, guck mal, der Wöller hat einen Research Ribbon, weil er noch ein paar Sachen... 2000 Meter Mountainlander Ribbon, okay, dafür, dass er über 2000 Meter hingelandet ist. Minmus Surface Eva Ribbon, Minmus Eva Ribbon, Low Gravity Landing, klar, und Minmus Orbit Ribbon. Okay, also er war wohl noch nicht im Minmus Orbit. Sehr schön. Ja Mensch, 26 Monate, Explo. Vielen lieben Dank. Und wenn wir YouTube noch großzügig mit reinrechnen, ist es ja auch schon ein bisschen länger. Ich bin sehr gespannt. Demnächst sollte ja hoffentlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, sowas ähnliches wie die Badges da sein. Soon. Ich glaube, so bis Mitte September sollen sie fertig produziert sein. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein. So, wir haben die Orbital Station. Die Orbital Station around Minmus. So, wir nehmen mal so ein paar Sachen mit, die einfach zu machen sind. Science Data from Space Around Kerbin, Science Data from Space Around Minmus. Das ist ja alles Chico. Ba, 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 ba. Können wir irgendwas... Ich hätte gern irgendwas, was gut zusammengeht. Wolfhound on a suborbital trajectory over Minmus. Okay, wir müssten den Wolfhound einsetzen. Das können wir aber machen. Ich glaube, das war auch ein relativ effizienter Antrieb. Wenn nicht, haben wir jetzt gleich ein Problem. Müssen ihn trotzdem irgendwie einbauen. Ja, also ich würde jetzt eine Science-Mission, also eine wirklich dedizierte Science-Mission nach Minmus planen. Die natürlich gerne nebenbei noch ein bisschen Kohle machen darf, deshalb diese Sachen. Ich weiß nicht, wenn wir mit 3 Leuten fliegen, also ich würde gerne mit einem Piloten, einem Engineer und einem Scientist fliegen. Und habe ich 4 Personen? Kapseln schon. Das ist jetzt eigentlich die große Frage. Dann könnte man nämlich noch eine Rettung machen, wenn ich schon 4 Personen Kapsel habe. Oder sie in freischaltbarer Nähe ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir sowas von nicht sicher. 2, 2, 2, 3. Sieht nicht so gut aus für Freund Blasebalg. Ich guck mal, was in freischaltbarer Nähe liegt. Ich wollte nämlich eigentlich Nukulartechnologie freischalten, wenn das irgendwie geht. Wir könnten einen 4er-Pod freischalten. Ist es mir 300 wert? Das ist die Frage. Wisst ihr was, wir machen folgendes. Hier lang muss ich doch gehen. Advanced Fuel Systems brauche ich noch für das. Das heißt 300, 460 sind weg. So, die research ich jetzt mal. Ich will die erste Stufe Nukularantriebe. Was habe ich denn aber mit diesem Nuklear und wer ist das eigentlich? So, und was wir jetzt mal machen, wir gucken jetzt mal in die Raumstation, wenn da noch genug Wissenschaftspunkte zusammenkommen, dass wir den Kollegen in diese Kapsel mit reinbekommen, dann würde ich tatsächlich eine Rettungsmission noch mit annehmen, das würde sich dann anbieten, weil dann können wir trotzdem in dem Dreiergespann, was wir brauchen, fliegen und aber auf der anderen Seite uns noch einen Kerbel snacken, was zum einen gut ist, weil wir uns noch einen Kerbel snacken und zum anderen natürlich Kohle bringt. So, lass mal gucken.
148, das wird nicht ganz reichen, glaube ich, ne? Nicht ganz. Transmit Science, schade. Ah, wohl, wir könnten was Lustiges machen. Da ist keiner drin, ne? Euphor, wo sitzt du rum? Nee, Bob? Nee, Hugo. Irgendjemand muss da mal gleich nach vorne. Irgendjemand muss gleich mal arbeiten. Wir könnten den Auftrag erledigen. Ob das reicht? Wahrscheinlich nicht. Gibt wahrscheinlich nicht so viel. Yep, yep, yep. Alle waren sehr glücklich. So, ne, es reicht nicht ganz. Es reicht nicht ganz für den Vierer-Command-Pod. Was ärgerlich ist. Aber es ist halt jetzt erstmal so. So, Daten sind gleich unten. Außerdem müssen wir auch sparen auf eine große Antenne, fällt mir ein. Schwierige Fragen. Insgesamt schwierige Fragen. Hat nochmal ein bisschen Bonus gegeben. Aber sind wir alle ganz ehrlich, 257 reicht halt nicht. Und damit könnten wir aber hier noch den machen. Wartet mal. Ah, das macht die andere Truppe. Ist egal. Ist egal. Es gibt nur ein paar Punkte, es reicht nicht. Wir kriegen nicht 50 Punkte aus dem Bus. Was halte ich von KSP-2? Ich bin sehr gespannt, so wie viele wahrscheinlich. Und bin auch gespannt, was wir noch alles lernen werden auf dem Weg dahin. Also lernen über das Spiel. Aber ansonsten, was man so hört, sieht erstmal ganz gut aus. Die Entwickler scheinen sehr enthusiastisch zu sein. Und es scheint ihnen auch sehr wichtig zu sein, nah am Original zu bleiben. Von daher, ich bin zuversichtlich. Okay, was sagt denn Funktechnologie? Funktechnologie können wir... Da kommt nichts. Was hier? Hier wäre eine große Relay-Antenne mit 15G. Der Soil-Moisture-Sensor ist es. Wir haben eine Möglichkeit. Das ist super für unsere Yol-Probe. Wir haben schon eine Lösung für Langreichweitenfunk. Wir haben den Soil-Moisture-Scanner. Wir haben den Soil-Moisture-Scanner. Die Investor-Tour und so weiter lasse ich die Finger von. Das war super verbuggt in den alten Versionen. Das möchte ich überhaupt nicht riskieren. Da mache ich mir den Spielstand mit kaputt. Also wir werden nicht so stark auf Tourismus fokussieren. Ich mache Tourismus-Missionen nebenbei mit. Aber ich werde die Investor-Tour nicht machen. So. Machen wir den Kerbel, machen wir nicht den Kerbel. Wir machen nicht den Kerbel mit. Ich verzettel mich nur. Den Kerbel ziehen wir uns später. Ja, den Kerbel ziehen wir uns später. Wir übertreiben es nicht. Wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen fokussiert vorgehen. Wir gehen fokussiert vor. Wir machen eine Touristenmission. So. Eine Touristenmission. Eine Forschungsmission. Meine Güte, ich verwirre mich schon selber. Um diese Mission durchzuführen, werden wir auf jeden Fall richtig viel Science-Möglichkeiten brauchen. So, jetzt muss ich mal gucken. Wolfhound-Triebwerk. So. Ah, das ist quasi das Apollo-Triebwerk. Alles klar. Das kommt mir aber eigentlich sehr gelegen. Das ist nämlich ziemlich effizient. 380 ist... halt doch mal still. Komm. Lock es ein. Er will es nicht einloggen. Jetzt. 380 ISP-Vakuum ist der Hammer. Wir sind nämlich bisher mit dem Cheetah geflogen. Das hat eine 355er ISP-Vakuum. Das heißt, wir sind eigentlich mit einem Tip-Top-Triebwerk unterwegs, das wir haben wollen. Jetzt kommt nochmal der spannende Part. Und zwar... Also, das wird unsere Wiedereintrittskapsel. Das werden wir ganz, ganz klassisch fliegen. Mit einer relativ kleinen... Also das Ding werden wir zum Schluss nach Hause bringen. Punkt. Mehr ist es nicht. Keine großen Dinge noch fertig machen. Muss Science Mission. So. Da werden wir crewtechnisch wahrscheinlich einen
Wissenschaftler abholen müssen, habe ich so das ungute Gefühl, außer... der Almisch will einen Wissenschaftler haben. Das würde sich natürlich sehr anbieten, den jetzt dann rein zu rekrutieren. Gib mir mal einen kurzen Moment. Das machen wir aber nach dem Dings. Also dann können wir den Almisch mit als Wissenschaftler nehmen. Dann nehmen wir noch einen Ingenieur, eine Pilotin. Jawohl. Jebediah auch mal ausbilden könnten. Ne, wir nehmen Valentina, denke ich mal. So, dann haben wir die Crew beisammen. Jetzt Thema Raumschiff. Zack. Zack. Soweit, so schlecht. Wir werden auf jeden Fall mit Wissenschaftsinstrumenten nicht besonders geizig umgehen. So viel kann ich schon mal sagen. Also wir nehmen auf jeden Fall so einen Chor hier mit. Zack. So, wir müssen drei Kerbels versorgen. Das heißt, wir können in dem Chor auch relativ viel Zeug noch einbauen von den Dingen, die uns interessieren. Zack. Ich überlege gerade, ob wir uns noch den Hassel geben, da innen drin was reinzubauen. Ich denke eher nicht. So. Now comes the funny part. Machen wir es so groß. Moin, Travis. Machen wir es so groß oder machen wir es nicht so groß? Schauen wir mal, was die Engine sagt. Also das Ding muss ja eh getestet werden. Vakuum Minus 2458 Trust Ratio von 46. Hoio. Hoio. Ganz ehrlich. Unsere Zwecke völligst ausreichend. Völligst ausreichend. So, wir müssen dann noch zurück. Die Landebeine könnten ein Problem werden, glaube ich. Ja. Okay, das heißt, das wird ein Raumschiff, welches wir mehr oder weniger landen wir es auf dem Antrieb. Gebe ich mir den Ärger. Eigentlich auf dem Antrieb landen, ne? Das würde es relativ kompakt und einfach halten. Können wir tun. Wir machen das einfach so. Gut, wo stehen wir stromtechnisch? Das ist ein bisschen wenig. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall schon mal eine Bank Batterien. Zack. 2000 Strom. Ah, Mist, ich brauche noch Habitation, ne? Ich brauche auch noch Habitation für die ganze Schose. Die wollen ja irgendwo drin wohnen. Das zieht mir aber die Delta V ganz schön runter, glaube ich. Jetzt einfach sagen, ihr kriegt einen Wohncontainer, weil Gründe. Das wäre jetzt der einfachste Weg, das zu machen. Obwohl, 2026 Delta V ist immer noch ziemlich okay. Macht die Kiste halt größer, ne? Oh, wartet mal. Robotics. Ich habe ganz die Robotics vergessen. Wir könnten ja einfach sagen... Wir können jetzt doch unsere eigenen Landebeine bauen, oder? Ich habe ganz vergessen, dass es Robotics gibt.
weil man sie ja früher nicht so sehr benutzt hat. Das ist ein bisschen groß. Entschuldigen Sie mich. So. Ist noch nicht, ne? Aber ganz anders gedacht. Wartet mal, wenn ich da die großen Dinge so sehe. Was wäre denn? Wow. Gibt es euch irgendwie auch ein kleiner oder so? Warum sind die denn so fürchterlich groß? Die suche ich noch nicht, ne? Vielleicht habe ich forschungsmäßig aber Zugang zu denen. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas. Brauchen wir landebeinmäßig was? Eigentlich brauchen wir landebeinmäßig nichts. Alles gut. Ich möchte mich gar nicht auf die Irrfahrt begeben. Ich stelle das Ding aufs Triebwerk. Der Pilot kann das halten. Der Pilot hält das. Macht, ist ein guter Pilot. Brauchen wir mehr als 2000? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Solange der Untergrund gerade ist. Ja, das ist natürlich die Herausforderung, dass der Untergrund etwas gerade sein müsste. Wobei auf Minmus ist es auch schon fast egal. Da können wir mit SAS gegenhalten. Der Pilot muss nicht raus. Pilot muss nicht raus. Alles ist gut. Alles ist gut. Ich bin guter Dinge, dass wir das so hinbekommen. Zack. Dann RSS-Blöcke, jawohl. Da reichen uns zwei Stück. So, dann brauchen wir Essen. Essen, 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 Essen für einige Tage. Damit uns die Jungs hier nicht verhungern. Und Mädels natürlich auch nicht. 15 Tage ist ein bisschen knapp. Dann lass uns doch die beiden Base hier zubauen. So, weil wenn wir zwei mitnehmen... haben wir 31 Tage Essen. Das sollte zusammen mit der 15-Tage-Reserve, die wir haben, Secondary Base können zu, sollte das ganz okay sein. So, now comes the funny part, nämlich all die tollen Dinge, die wir einbauen können. Finde ich die auch sauber unter Science? Ich glaube ja, oder? Ja, ist alles mit drin. Okay. Also, wir brauchen auf jeden Fall eine Advanced Material Bay, also sprich die Material Study, die nehmen wir mit. Und wir nehmen auf jeden Fall mit die GU-Unit. Dinge, die nicht so gut angebaut worden sind, die GU-Unit. Und wir nehmen das Thermometer und das Pressmat-Barometer mit. So, was haben wir noch Schönes?
Orbital Telescopes können wir da nicht so viele machen. Magnetometer Boom funktioniert auf jeden Fall auch. Wir machen uns hier eine Seite, glaube ich, mit Science Stuff. Dann nehmen wir das nämlich darüber. Ob ich das gerade synchronisiert einnehme. Okay. Ist gut, dass das nicht so war. Wir machen mal hier drüben das Ding hin. Geh weg. Was willst du von mir? So. RWPS-Antenne ging. Surface Deployment. Nope, tut's nicht. Bin ich mir gerade nicht sicher. Können wir unten only be used in low orbit? Use only in orbit. So, Minmus. Was haben wir noch nicht? Multispektralanalyse while in space high over Minmus. Also wir gehen jetzt richtig Vollgas. Magnetometer haben wir mit dabei. Also Multispektralanalyse müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Aber das ist Imaging Data. Wo ist die denn mit drin? Multispektralanalyse kommt aus... Das ist so, das Ding verdränge ich immer wieder, ne? Das kommt aus der Multispektral Imaging Plattform, oder? Image Data. Aber es ist Multispektral Analyse. Muss ja. Es muss es eigentlich sein. Okay, wir nehmen die einfach mit. Muss. So, da können wir auf jeden Fall richtig viel rausrocken. Soil Moisture... Das ist aber ein schwieriges Wort. Soil Moisture Scan While in Space Near... Check. Ist gekauft. Sowas von gekauft. Soil Moisture Scan While in Space Near Minmus. Mystery Solar Particle While in Space High Over Minmus. Da geht noch ein bisschen was. Wir nehmen die mit. EFA Report, bla bla bla, bla bla bla, Temperature, bla bla bla, haben wir. Atmospheric Pressure Scan haben wir. Mystery Goo, Material Study, Surface Samples. Okay, ich glaube alles. Multispektralanalyse, bla 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 bla. Okay, das heißt, wir können ab jetzt Firlefanz einbauen. Ab jetzt können wir Firlefanz einbauen. Was kann man. Bodenexperimente. Boden, sowas von Experimente. Wir werden jetzt KISS-Container mitnehmen und in diese werden wir Bodenexperimente machen. Ich bin mir nicht sicher, will ich die Surface Experiment Packs machen oder halte ich mich strikt an das Stock-Ding? Ich glaube, ich mache die Surface Experiment Packs. Kann man die nicht irgendwie größer drehen? Platz ist noch drin. La 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 la. Lovers. Nee. EVA. So. Ich glaube, ich nehme das Ding hier. Ich glaube, ich bleibe tatsächlich bei dem. Weil es einfach mit dem KISS besser integriert ist. Das müssen wir jetzt einmal alles kaufen. Das ist halt so. Zack. So, wir brauchen ein Solarpanel. Zack. Ich nehme also jetzt aber zwei mit. Wir brauchen auf jeden Fall
So ein Verteiler. Ah, die Dinger gingen nicht mehr, oder? Irgendwas war da. Irgendwas war da, dass das nicht mehr ging. Vielleicht lasse ich das raus. Irgendwas war, dass das mit den Kabeln nicht ging. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Nee, das waren die Dropse, ne? Ah. Ja, ja, irgendwas war, dass die Kabel nicht mehr gehen, ne? Aber ich kann in das hier nicht die Dinger bauen, ne? Kann ich die da reinpacken? Seid ihr zueinander kompatibel? Das wäre super sexy. Nope. Nope. Kann ich nicht. Nice. Kann ich natürlich nicht. Gut, dann müssen wir das Ding hier benutzen. Und das ist wahrscheinlich wieder irgend so eine Dödelgröße. Natürlich ist es so eine Dödelgröße. 1, 2, 3. Wetter brauchen wir nicht. Ich brauche nur das Dreier. Also kann ich nur das? Okay, dann müssen wir das jetzt hier so ein bisschen einbauen. Ich würde sagen, wir machen mal so eine Art Kompromiss. Das ist in meinen Augen noch nicht wirklich Clipping. Das lasse ich gelten für mich und nehme mir dann zweimal ein Set quasi mit. Ich bin verwirrt. Hä? Was will er denn jetzt von mir? Can we please? Ist das jetzt da drin? Nee. Was ist denn das für ein Feedback? Okay. Total inkonsistent zu jeglichem anderen Klick-Feedback. Also man kann da draufklicken und dann ist es drin, aber es stimmt halt einfach nicht mit dem überein. Ist jetzt drin. What the fuck? Okay, das kopieren wir jetzt einmal. Zack, dann können wir an zwei Stellen. Yep. 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 Okay. So. Bodenstation. A lot of Bodenstation. Okay, wir können Bodenstationen aufbauen, bis wir grün und blau werden. Was machen wir damit? Könnte man hier noch einen Treibstofftank, ein bisschen mehr Sprit würde uns ganz gut tun. Ich fühle mich insgesamt nicht so richtig wohl. Okay, wir brauchen natürlich internen Crew-Transfer-Tunnel, damit wir hier durch können. Reines Rollenspielelement, aber lassen wir mal so. Aber wir könnten gucken, ob wir Universal Storage mäßig den Platz noch nutzen können für ein bisschen Fuel. Idle Tank, bla bla bla, bla bla bla, wird noch bestimmt irgendwo Monoprop Liquid Fuel. Das ist aber nur Liquid Fuel, richtig? Richtig. Ist es nur Liquid Fuel?
Liquid Fuel und Oxidizer Tanks built in which formats? Okay. Das scheint beides zu sein. Gut, dann nehmen wir den. Packen den noch hier mit rein und geben ihm eine Länge von 3. So, das gibt uns. Hat das irgendwas gebracht? Ja, ein bisschen. Was bringt uns der Kern hier? Das will ich nicht. Den Kern. 1844. Das ist ein guter Punkt, Mackis. Ich überlege nur gerade, ob es reicht. Oder ob ich ein bisschen vorsichtiger fahren möchte insgesamt. Also das können wir schon mal machen. Ist auch, glaube ich, generell eine gute Idee, da besser ranzukommen. Hä? Es gibt mir... Nee. Ah! So, danke. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. So. Ich glaube, ich werde ein bisschen mehr in die Breite gehen mit der ganzen Geschichte. So. Wir machen einfach was anderes. Pass mal auf. Das kurz nochmal weg. So lösen wir die Landebein-Thematik gemeinsam mit der Sprit-Thematik. Wir müssen halt nur noch gucken, wie wir das Ding nach oben gejungelt bekommen. Aber anderes Thema. So. So. Zack. Seid ihr sauber drauf? Ihr seid natürlich nicht sauber drauf. Immer noch nicht sauber drauf. Was ist denn heute los? Jetzt aber, oder? Yes. Krampfgarten, vielen lieben Dank. Der dritte Raid heute schon. Was ist denn hier heute los? Habe ich dann Schokolade am Mund oder so? Schön, dass ihr vorbeikommt. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Körbelnachmittag gehabt und einen dicken, fetten Shoutout bitte mal für den Herrn Krampfgarten. Schon direkt passiert. Vielen lieben Dank für den Raid. Ganz herzlich willkommen an dich und deine Zuschauer. Hattet ihr es denn schön? Das ist doch die wirklich... Das ist doch die wichtige Frage, um die es hier geht. Hattet ihr es schön? Und vielleicht sogar noch erfolgreich im Idealfall. Dann ist der Abend doch richtig gut gelaufen. So, jetzt machen wir hier mal... Zack. Zack. Ah, das schaffe ich nicht ganz. Das schaffe ich nicht ganz. Nein, 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 nein. Jetzt. So. Ach ja. Weltraumtankstelle und Miningzecke laufen. Die Miningzecke. Das klingt nach einer Greifkralle. Mit der zum Glück auch noch nie irgendwo was Schlimmes passiert ist. Greifkrallen sind totally safe. Kerbal Approved Technology. Gibt es einen Deckel für? Oder machen wir einfach einen aerodynamischen Deckel drauf? So. Zack. Dann könnte man das Ganze ja noch mit Beinen versehen, ne? Einfach weil es geht. So, dann hätten wir nämlich unsere totally safe Landenummer hier. Was baue ich da? Ich baue eine Hardcore-Forschungsmission. Also I will do all the Minmus Science at once. At sowas von once. Genau, so, die müssten dann mal geenabled sein vom Crossfeed her. Jetzt macht es mir gerade ein bisschen Sorgen, dass er nicht höher geht dabei. Matt Eagle, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen
bei den Kanonen. Ja, gut, weil das Staging Schwachsinn ist, wie es ist. So, dann haben wir insgesamt relativ viel. Ja. So kann man arbeiten. Ich glaube, so kann man arbeiten. So, jetzt müssen wir das halt dann nur noch ein bisschen verpackt bekommen. Und ich würde sagen, das ist auch so ein klassischer Fall für auf jeden Fall nochmal händisch nachstrutten. Da traue ich gleich auch den Autostruts nicht mehr, weil diese Verbindung muss halt sitzen. Wenn die nicht sitzt, haben wir ein Problem. Kadamol, vielen Dank für den Resub im dritten Monat. Ganz viel Spaß mit der nun bronzenen Rakete, meine ich. Die Holzklasse ist beendet. Holzklasse ist over. So, dann können wir damit parken. Landen, wie auch immer ihr es nennen wollt. Auch auf etwas wüsterem Gelände. Wir haben für 4 Bodenstationen Science mit dabei. Und jetzt... Ich überlege halt gerade noch, dass der DAX er überholt. Du grindest dich langsam nach oben, sagst du. Du bist hier eigentlich auch nur wegen den Punkten richtig. Das sind eine Holzklasse verkehrt. Nein, Holzritter, so war das doch nicht gemeint. Aber mein erstes Subbadge ist eine Holzrakete. Und die ändert sich im dritten Monat auf Bronze. Da war also keine Wertung drin. Ich hoffe, da war keine Wertung drin. So. What happened here? Ah, noch ein Host. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. So, Antenna. Wir nehmen noch eine Antenne mit. Es wird Zeit, das Ding zu kaufen. Es ist einfach eine schöne Antenne. Und sie funktioniert ganz gut. Und wir nehmen sie jetzt einfach mit. Ohne, dass ich mir noch mehr Ausreden dafür ausdenken muss, warum ich das tue. Wir nehmen sie jetzt einfach mit. Hier so. Zack. Zack. Super Antenne. Sieht gut aus. Hat viel Funktionalität bestimmt auch. Alles ist gut. So. Willst du dann die Touri-Kabine vor dem Wiedereintritt abwerfen? Da sollen keine Touris rein. Das ist eine reine Habitation-Kabine. Also die habe ich einfach nur da mit dabei. Also hier oben sitzen 3 Kerbals drin. Das Ding da bleibt leer. Das ist nur mit dabei, damit ich Habitation erzeugen kann. Damit die sich halt unterwegs wohlfühlen. Für eine gewisse Zeit. Und wie gesagt, es geht nicht darum, wir werden hier nur Wissenschaftspunkte machen. Keinerlei Habitation für irgendwelche Touristen oder sowas bereitstellen. Wir fliegen nur für the Lols, also uns selber. Nur für uns selber. So. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Dadurch haben wir natürlich eine leicht veränderte Lage dieser Instrumente. So. Freizeitraum, genau. Es ist im Prinzip die Wohnkapsel von der Soyuz, wenn du es so willst. Ist das ja auch so, die hat ja auch so ein Orbitalmodul oder ein Orbitmodul, in dem man sich herumtrollen kann oder herumtollen kann, während man auf dem Flug irgendwo hin ist, was dann auch beim Wiedereintritt verglüht. Und das ist hier, das ist hier quasi der gleiche Kram in grün. So, Monoprop haben wir 30 mit dabei. Safe, würde ich sagen. Und because I love the Kerbals. Jetzt haben wir es endlich. Jetzt sollten wir es auch benutzen. Launch Escape System. Sowas von Launch Escape System, oder? So, weil ich hatte in letzter Zeit ein paar unangenehme Starts. Das wäre gut, wenn wir... wartet mal. Was kann ich alles machen? Was sollte ich alles machen? Haben die auch Kabelfernsehen? Ja, nee, die haben auch Kabelfernsehen. Deshalb rollen wir extra noch eine Glasfaserrolle ab. Wir sollten gleich noch ein paar Aktionen einstellen. Abort bekommt einen Decouple und einen Activate Engine. So. Und dann geht's vorwärts. Und weil ich schon mal da bin,
Lass uns einfach direkt noch auf die 1. Tori Solar Panels drauflegen. Wollt mich gerade an die Action Group erinnern? Ja, es macht halt Sinn, ne? Eine Escape Action zu haben. Also wenn ihr Escape-Systeme baut, dann baut eine Escape Action, sonst wird es halt ein bisschen peinlich. So, das Auto strutten wir auch nochmal gegen das Root Part gegen. Und damit sollte das dann eigentlich erledigt sein. So, kommt als nächstes der... Hier müssen wir die Shroud ausmachen, das wird sonst bitter hässlich. Der Decoupler. Das sieht gut aus. Jetzt ist die große Frage, wo sind wir payload-mäßig mittlerweile angekommen mit den Fairings? Heieieiei, okay. Wir kriegen das vielleicht mit Ach und Krach rein, wenn ich das richtig sehe. Müssen dafür aber auf jeden Fall ein bisschen mehr in die Länge gehen. Wäre aber nicht so wild. Wir könnten das Ganze nämlich mit einem Stückchen Tank erzeugen. Tank ist Tank, würde ich sagen. Das muss man gleich nur testen, ob das funktioniert. So, jetzt wäre die große Frage, kriegen wir das Fairing weit genug aufgespreizt, um die Rakete da reinzupacken? Ich glaube ja. Yes! Sehr, sehr cool. So, da müsste aber in die Abort Group dann auch noch ein Fairing Deploy rein. So. Sehr schön. Warum ich diese Deckel da drauf habe, Halifax? Reine Optikgründe. Weil ich es schön finde. Das ist nicht immer alles nur schnöde Wissenschaft. Das ist manchmal I'm doing it for the science. Manchmal zumindest. So. Manchmal weiß ich nicht, ob das Bild eingefroren ist. Oder es kann beides sein. Es kann tatsächlich beides sein. So, ist dieses Triebwerk hier vielleicht eine gute Sache für uns? Ich glaube, es hat nicht genug Bums, oder? Ich guck mal kurz. Eigentlich finde ich es ganz cool, wenn wir es eh gerade kostenlos zur Verfügung haben. Aber ich befürchte, es hat halt so gar keine Trust-Weight Ratio. Ah, 049 ist gar nicht so übel, ne? So, jetzt müssen wir mal was gucken. Ja, okay. Es hat einen Effekt. Also der Treibstoff wird verwendet. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können das so gebaut lassen. 1381 Delta V wäre okay, um uns rauszuschießen und dann die gesamten restlichen Delta V dort zu verwenden. Okay. Ist das Ding hier irgendwie besser? Nicht wirklich, ne? Okay. Let's go. Wir haben endlich den großen Tank. Hilfsong, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kurbonauten. So, wir haben den großen Tank, den sollten wir jetzt auch zum Einsatz bringen. Und ich bin tatsächlich versucht, heute mal ein bisschen zu investieren. Wir haben die Kohle nämlich gerade und ich hatte in letzter Zeit ein paar unangenehme Starts, um es mal so zu sagen. Die mir nicht besonders gefallen haben. So, wir hätten hier 098, also eine quasi 1,0er Trust-Weight-Ratio, wenn wir es so fliegen. Ich glaube, ich gehe aber kürzer. So, dann hätten wir 1,28, also positive Trust-Weight. Begrüßenswert. So. So. Und jetzt gehen wir ein bisschen in die Breite, um den Spargel nicht ganz so lang zu machen diesmal. Und werden
das Ganze mit Boostern versehen, denke ich mal. Zack. Ich bin mir noch nicht sicher, wie viele Booster ich nehmen werde. Ein paar müssen auf jeden Fall ran. Trilli Vanilli, vielen lieben Dank fürs Follow und auch an dich ganz herzlich willkommen. Ganz herzlich willkommen. So, zack. Lass uns mal einen schönen Booster draus bauen. Was ist die ideale Trust-Value-Ratio? Also ich versuche nicht unter 1,5 normalerweise zu starten beim Start. Ein bisschen mehr schadet wahrscheinlich auch nicht. Ein bisschen weniger bringt dich auch nicht um. Ich orientiere mich immer an den 1,5, weil das Space Shuttle eigentlich eine Trust-Weight-Ratio von 3 hatte und auf 1,5 runtergeriegelt worden ist, damit es die Astronauten da drin nicht zu Brei verarbeitet, also damit es einfach nicht super unangenehm für sie wird. Und das fand ich immer einen sehr guten Anhaltspunkt, einfach darauf aufzubauen und zu sagen, so ja gut, wenn die das so sehen, dann kann es ja insgesamt so falsch nicht sein, diesen Richtwert ungefähr einzuhalten. Und deshalb habe ich mich dann immer so ungefähr an diese 1,5 gehalten. So. Ach, die kleinen Set-Booster habe ich noch nicht. Okay. Was habe ich da für ein Haupttriebwerk? Das ist das Mainsail. Das können wir noch mal mit dem Boat-Tail. Eigentlich auch nicht ganz hässlich, ne? Dass er shroud-technisch noch weiß ist immer nur. So, ihr geht vom Gimbal her auf jeden Fall mal locked. Vielleicht fliegen wir das anders. Guck mal, wir machen die Rakete hier vornehmlich grau. So. So. Kann man dich irgendwie einfärben? So, Medium ist ziemlich orange insgesamt. Insgesamt ziemlich orange, muss ich sagen. Aber gut. Lasst uns Folgendes tun. Den nehmen wir jetzt. Entschuldigung, den wollte ich komplett haben. Den nehmen wir jetzt und machen den mal ordentlich mehrfach. Zack. So. Alle zusammen gezündet ergeben dann eine Trust-Weight-Ratio von 1,38 Erziellevel. Das wäre okay für mich. Zack. So, jetzt müssen wir nur noch unsere Fuel Pipes entsprechend einstellen. Zack. So, damit hätten wir dann das mal grob zusammennehme. Also 3350, bisschen Verlust mit dabei. Lasst es uns ein bisschen körbelig machen. Wir gehen am Anfang noch ein bisschen geboostet.
Weil mir ist auch die Trust Rate Ratio ein bisschen zu niedrig insgesamt. Wir boosten das noch ein bisschen. So. Jetzt hoffen wir mal, dass nicht zu dumme Effekte entstehen. Punkster, vielen lieben Dank fürs Follow. Hoffen wir mal, dass nicht zu dumme Effekte entstehen. Zack, zack, zack. So. Ja, natürlich als offizieller Außenbooster. So, ihr autostrottet bitte mal an euer Grandparent-Part. Ihr autostrottet mal sowas von an euer Grandparent-Part ran. So, und dann müssen wir unbedingt, also das müssen wir jetzt ein bisschen nachstrutten. Das kann nämlich lustige Effekte sonst haben. Den setzen wir ein bisschen höher, den Stitch. So, und hier stabilisieren wir sie nochmal von außen raus. Dass die Rakete an sich uns nicht ins Schwingen gerät. Sieht ein ziemlich sicheres Fahrzeug aus insgesamt. Insgesamt sieht das nach einem sehr sicheren Fahrzeug aus. So. Freunde. Schauen wir mal. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass es auf jeden Fall eine Menge Krach machen wird. So. Das kommt damit rein. Das kommt damit rein. Das kommt damit rein. So, dann gehen erstmal die außen weg. Dann geht der weg. Sehr schön. Wir haben dann eine Trust Weight Ratio von 1,61 beim Start. Das sieht gut aus. Dann kann er uns erstmal schön hochboosten. Check. Das sieht gut aus. Kerbals. 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 Wir wollten den Allmesh-Kermen einmal zum Rooster hinzufügen. Und dann sind wir eigentlich soweit, würde ich sagen. So, Scientist direkt mit Namen können wir am besten so anlegen. Ne, da ist es. Great Kerbal. Allmesh. Huch. Allmesh. Männlicher Wissenschaftler, Level 0. Nicht besonders couragiert, dafür aber relativ schlau. Und los geht's. Shit. Zack. Seid ihr bereit? Wir starten jetzt mal was Größeres. Mit dem Plan, dass das eventuell die Grundlage ist für unsere gesamte weitere interplanetare Raumfahrt, also forschungsmäßig die Grundlage. Ich hoffe, ich versau's nicht komplett. So. Ich denke, wir sind ganz gut unterwegs. Jetzt müssen wir nur noch die richtige Crew mitnehmen. Also, Valentina geht als Pilotin mit rein. Wessen Leben riskieren wir auf der Engineer-Ebene? Ich würde sagen, Neos auf jeden Fall. Ach, wisst ihr was? Wir machen das komplett
Wir machen das komplett Kerbal Crew mäßig. Antrax fliegt, Neo darf engineeren und Almesh macht den Wissenschaftspart. Dem Neo geben wir sicherheitshalber noch einen Schraubenzieher mit. Hier gilt tatsächlich, haben es besser als brauchen. Wenn wir irgendwas umbauen müssen, wäre es traurig, wenn es an einem Schraubenzieher scheitert. Obwohl wir sonst alles mit dabei haben. So, tja, Freunde, ich hoffe, ihr mochtet eure Kerbals. Ich hoffe das Beste. Ich hoffe das Allerbeste. Ich habe so Angst vor Physik-Glitches. Lass. Nicht explodieren. Please don't explode. Wenn es funktioniert, wird es eine ziemlich coole Mission. Der kritische Part ist der Start auf Kerbal. Ehrlich gesagt ist genau das jetzt der kritische Part. Sehr viele Teile, sehr viel Gewicht, die in die Physik von KSP reingeeast werden. Ja, Fahrzeug steht. Sehr gut, sehr gut. Eine sehr kleine, dicke, gedrungene Rakete. Ich hoffe, auch das funktioniert. Schauen wir mal. So, Gimbal ist aus bei den Dingern. Das passt. Was ist eigentlich mit euren Kerbals los? Und warum ziehen die sich so komisch an? Da müssen wir nochmal drüber diskutieren in Zukunft. So, okay. Ich bin bereit, euch zu retten im Zweifelsfall. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Ich hoffe, ihr habt alle die Ohrstöpsel bereit. Ganz kurz, ganz hell. Genau. Hoffen wir es nicht. Los geht's! Hat einen kurzen Moment gebraucht, um sich zu überlegen, was er damit machen möchte. Holy shit. Geht gut ab, die Kiste. Okay, Solid Fuel Booster sind durch. Erstes Set sieht gut aus. Wir fliegen weiter auf den Liquid Boostern. Komm rum, dickes Teil. Komm rum. Tu es. Expedition bleibt bei 50-50. Ja, okay. Ich werde die wahrscheinlich wieder abschalten. War ein Versuch wert, ob sich was geändert hat. Hilft dir nichts. Es hilft dir nichts. Komm rum. Komm rum. Weiter rum. Okay, ich trottle sie jetzt etwas zurück. Wir sind sehr, sehr gut unterwegs, aber ich brauche die Nase weiter unten. Jetzt lasse ich ihn kurz mal ein bisschen kiten quasi. Auf dem, was er schon geschafft hat. Auch die Nase sehr viel weiter unten. Sieht wirklich gut aus. Ich die Kontrolle verlieren. Ja, fast 40 Kilometer Höhe schon. Also ich steuere auch schon fast nur noch über das Triebwerk eigentlich. So, dann würde ich sagen, voll frei. Wir beschleunigen weiter. So, jetzt kommt nochmal eine sehr unschöne kritische Stelle. Ich hoffe, die funktioniert. Yes. Und da sind übrigens die Glücksflossen, weil vorhin gefragt wurde, wo denn die Glücksflossen wären. Natürlich sind die Glücksflossen mit dabei, ihr Wahnsinnigen. Natürlich habe ich daran gedacht. Okay, ich kann jetzt, glaube ich, mal mit gutem Gewissen das Film aufmachen. Wir fliegen nach Mimbus. Sehr viele Forschungsdaten sammeln. Sehr, sehr viele Forschungsdaten sammeln. So, das kann auch weg.
Kannst du jetzt wegfliegen oder nicht? Komischer Turm. How accidents happen. Exactly so. Genau so funktioniert's, dass Unfälle passieren im Weltraum. So. Eins. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Wir reiten die Rakete in den Orbit. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. So, Habitation an. Essen ist check. Habitation ist check. Alle sind abgefahren glücklich. Neo hat einen Schraubenschlüssel. Licht. Jetzt kannst du in Ruhe Kürbisnacks mampfen gehen. Das mach mal. Lass es dir schmecken. Neo Steady. Und wir fliegen das Ding hier noch in den Orbit weiter. Ich glaube, ab hier wird es ein bisschen unkritischer. Ich glaube, das meiste müsste ganz gut funktionieren. So, wir müssen jetzt einmal die Zirkularisierung des Orbits machen. Aber da bin ich ehrlich gesagt relativ unbesorgt, was das angeht. Vielleicht zu Unrecht, aber sorry, prograde anyone. Ja, sehr glatter Start. Ich bin auch positiv überrascht, weil die Rakete ist ja doch nicht ganz klein. Was sehr gut ist, wir sind wirklich fast komplett mit dem Treibstoff, der dafür gedacht ist. Also es ist okay, dass hiervon noch ein minimaler Anteil jetzt in den Orbit reingeht. Gucken wir mal kurz, nicht dass es wäre peinlich, jetzt einen Staging-Fehler zu haben. Es ist völlig okay, dass hiervon ein minimaler Anteil jetzt in den Orbit noch reingeht. Das reicht für die Inklination und das reicht dann auch noch für den Abflug nach Minmus. Das heißt, wir werden die Upper Stage, also das eigentliche Raumschiff, tatsächlich komplett an Minmus verhackstücken können. Und wir haben jetzt auch nochmal 40.000 durch die Massive Scale Launches zurückbekommen. Das sieht insgesamt hervorragend aus, also wirklich hervorragend für unsere Reise nach Minmus, weil ich brauche den Sprit vor Ort, damit ich Biomhopping machen kann. So, wo sind wir? Wir sind hier. Das heißt, hier wird unsere nächste Chance sein. Aber wir haben auch nur 5 Grad Abweichung nach Minmus rüber. Das ist auch gut, dann brauchen wir da nicht ganz so viel. Wieso machst du das nicht Apollo-Style? Soll ich ehrlich sein? Weil ich zu faul war, es zu bauen. Und weil man, weil bei Minmus bringt einem Apollo-Style halt einfach auch nicht so viel wie beim Moon, weil die Schwerkraft so gering ist, dass man ruhig alles mit runternehmen kann. Es ist einfach so völlig unaufwendig, es zu tun. Das sind irgendwie 200 Delta V, glaube ich, für eine Landung und 200 Delta V für einen Start. Das ist einfach von der Effizienz her sich nicht lohnt. Also klar kann man damit ein bisschen was sparen. Auf jeden Fall, aber ich müsste diese ganzen Habitation-Probleme nochmal lösen, weil die habe ich weiterhin natürlich. Das heißt, ich brauche einen Länder mit Habitation, ich brauche wieder einen Länder mit Essen und, genug Sprit, allem drum und dran. Und da habe ich einfach gesagt, so, oh, ganz ehrlich, nö, nicht für Minmus, nicht für Minmus. Dafür lohnt es sich halt wirklich nicht. So, das ist eigentlich wirklich die Begründung. So. Ausgleichen. Und kurz danach kommt dann eh der Schuss nach draußen. Wir haben jetzt noch 1361 Delta V, 202 gehen drauf für... Haben wir jetzt Antinormal gebrannt? Ich glaube, es ist Antinormal. Schauen wir mal. Achso, wir könnten auch einfach sagen, up to next Manöver. Das müsste in dem Falle ganz gut funktionieren. So, Solarpanels tracken sauber. Alles sieht gut aus. Ich brauche keine... Ja, ich könnte den, glaube ich, abfangen. Inklinationsmäßig. Aber ist egal. Also es wäre jetzt quasi hier der Schuss raus. Ich müsste relativ viel Gas geben, um das zu machen. Wir machen es sauber.
Ja, es ist natürlich immer. Es ist immer genau andersrum. Welche Add-ons sind ein Muss? Ich glaube, da gibt es keine echte Antwort drauf, Travis. Das ist so ein bisschen persönliche Vorliebe. Ich persönlich finde, dass Live-Support-Add-ons ein Muss sind, weil ich nicht ohne spielen möchte, weil mir da ganz viel Herausforderung verloren geht an KSP. Aber ich glaube, das musst du immer für dich selber beantworten, wie du das Spiel magst. Es gibt meiner Meinung nach mittlerweile keine Must-Have-Mods mehr. Früher hätte ich gesagt, Kerbal Engineer ist auf jeden Fall ein Must-Have. Ist es meiner Meinung nach auch nicht mehr seit dem 1.6er, 1.7er Patch, wo die ganzen Sachen hier mit dazugekommen sind. Also viele der Infos stehen heute zur Verfügung. Es ist immer die Frage, was man möchte. Ne? Wenn man viel auf EVAs machen will, ist KISS, CAS noch ein Thema. Wie gesagt, Live-Support ein Thema. Die MKS-Mods sind eine tolle Sache. Also das Ganze... USI, also Umbra Space Industries Mod-Serie, wenn man kolonisieren möchte und so. Aber es kommt halt immer drauf an. Also, wenn du sagst, du möchtest lieber ganz historisch korrekt spielen, versus du möchtest, so wie ich, eine Kolonisierungsserie spielen, sind das halt sehr unterschiedliche Anforderungen, was du an dein Mod-Set hast. Deshalb musst du wissen. Das musst du wissen. Letztlich. Weil es ja auch dein Spiel ist. Das solltest du immer so zusammentüdeln, dass du Spaß dran hast. Und nicht so sehr darauf achten, was andere gut finden oder nicht. So, schauen wir mal. Ich stelle meine Modpacks halt immer deswegen zur Verfügung, weil ich im Regelfall halt gucke, dass die relativ stabil laufen. Bevor ich anfange damit zu streamen. Und das halt bei größeren Modpacks immer so mit eine der größten Herausforderungen ist, was zu finden, was zusammen funktioniert. Ich kann das halt immer nur, also garantieren kann ich sowieso nicht, weil die Mod-Versionen sich auch ändern. Wenn da mal ein faules Ei mit dabei ist, naja, dann ist es halt so. Genau. Ja, Mulwok, Kerbal Alarmguck ist auch super nützlich, wenn man Sachen parallel fliegt. Das ist genau das, was ich meine mit, kommt drauf an, was man machen möchte. Wenn man sagt, ich fliege hier eine Mission nach der anderen linear durch, dann ist Kerbal Alarmguck halt ungefähr so wichtig wie ein drittes Bein. Nämlich gar nicht. Aber ansonsten, ja, wenn du viel parallelisieren willst, ist Kerbal Alarmguck sehr, sehr hilfreich wiederum. Und so unterscheidet sich es halt einfach, ne? Je nachdem. Ich glaube, es gibt wenig Mods, die einfach wirklich schlecht sind. Das ist wahrscheinlich das Problem dabei. Und irgendwann kannst du halt nicht mehr spielen. So. Und dazwischen musst du irgendwo so deinen Weg finden. Dazwischen musst du deinen Weg finden. So. Bier Grills, hey, grüß dich. Sehr gerne. Freut mich, dass die Tutorials dir geholfen haben. Und schön, dass du mal in den Livestream reinschaust. Genau, Luca, ich brauche kein drittes Bein. Ich lande immer auf dem Triebwerk, if you know what I mean. Entschuldigung. Ist das hier draußen schon Minus? Nee. Ja, könnte sein. Das müsste Minus sein. Gerade ganz witzig angeschienen von der Sonne. Dass man es erkennen kann. So.
Oh wei, oh wei, Avrimasse. Das tut mir leid. Aber so ist das. Ich hätte mir auch viele Stunden gespart, hätte ich gewusst, dass ich irgendwann eh neu anfange. Hätte ich das gar nicht erst gemacht. Ne? Zack. Aber wir kommen gut voran, muss ich sagen. 10. Stream, also seit dem Neustart. Heute Nummer 10. Und ich bin positiv überrascht, dass wir eigentlich schon in den Vorbereitungen sind, unseren ersten Schuss nach Duna direkt zu nehmen. Und einfach parallel die Minmus-Tankstelle aufbauen, weil ganz ehrlich, im Zweifelsfall machen wir einfach eine Orbitalbetankung vorbereitend. So. Muss da jetzt viel passieren? Ich glaube nicht. Eigentlich müssen wir nicht viel machen. Schon zwei, drei auf Montage. Jo. Ach, wisst ihr, was ich noch vergessen habe? Ich habe tatsächlich eine Sache vergessen, die ich gerne noch eingebaut hätte. Fällt mir gerade auf. Das ist wahrscheinlich sogar noch leer, das Feld. Nee, da habe ich das dann reingequetscht. Okay. Ich hatte nämlich noch überlegt, so einen Science-Container noch mitzunehmen. Um Sachen doppelt zu nehmen. Also einmal mitzunehmen für die Station zur Forschungsabgabe. Und einmal schicken wir es hinterher. Ist auch zu viel Aufwand, jetzt noch einen ganzen Launch zu machen. Ich bin der Abo-Falle. Ja, tut mir leid, Major. Tut mir leid. Hier steht Auto-Install. Das ist eine gute Frage. Da ist irgendeine neue Funktion von Seeken. Die habe ich selber auch noch nicht benutzt. Ja, und Sneaker, immer ruhig anfangen mit dem Spiel und immer dran denken, da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also bevor ich das erste Mal Tutorials gemacht habe auf YouTube, habe ich, glaube ich, fast 2 Jahre das Spiel gespielt. Also nimm dir Zeit, spiel erstmal Vanilla, ohne da groß dran rumzufrickeln und komm in das Spiel halt erstmal rein. Dann erübrigt sich vieles nach und nach auch. Und dann fällt einem auch mit der Zeit auf, dass es einem immer leichter fällt. Kampfgarten hat heute was Schönes gesagt in seinem Stream. Wie er sich noch daran erinnert, wie er das erste Mal on Stream dieses Spiel gespielt hat und es völlig verflucht hat und alles ist schief gegangen und nichts verstanden und alles kacke. Und hat heute im Stream gemeint, dass man so nach und nach immer mehr von den Sachen versteht und auch dahinter kommt, was eigentlich die Prinzipien sind, die da wirken. Und das ist eigentlich das Spannende bei dem Spiel, weil dann kann man anfangen, halt abgefahrene Sachen zu machen. Und ich finde, das hat er schön umschrieben, dass man sich so ein bisschen, man muss dem Spiel Zeit geben und sich die Zeit auch nehmen, es zu verstehen. Sonst wird's unangenehm. Ja, ansonsten, Sneaker, ich kann dir sehr empfehlen, wenn du Fragen hast, join einfach dem Discord. Der ist eh gerade gelinkt worden. Da sind ganz, ganz viele KSP-Spieler. Ich glaube, da hängen über 300 Leute im Chat rum, meine ich. Da kannst du viele, viele Fragen abladen. Da hat sich mittlerweile eine sehr, sehr große KSP-Enthusiasten-Community gesammelt. Was ich sehr, sehr schätze und was mich sehr freut. Und da ist auch ein sehr guter Ort, wenn du mal irgendwie wenn du mal irgendwie Fragen hast und einfach Hilfe brauchst, damit dir mal jemand erklärt, so, hey, was, mach einen Screenshot, was ist das, was bedeutet das, und dann poste das im Discord und du findest eigentlich fast immer jemand, der dir erklären kann, was es ist. Ich kann es nur empfehlen. Ist super, weil hier im Stream ist es natürlich nicht immer einfach, alle Fragen zu beantworten, und auch im Tutorial gehe ich bestimmt nicht auf alles ein, was ihr vielleicht so für Fragen habt. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der weiß, wie man Kerbal Space Program spielt. Da gibt es ja ein paar mehr, habe ich gehört. So. Jetzt bremsen wir hier mal ein bisschen. Wie viel Sprit haben wir noch? 200 und ein bisschen, okay. Das reicht ja, glaube ich, sogar noch, um den Orbit zu machen und zu zirkularisieren. Das ist doch schön. Es gibt weitere da draußen. Oh ja. Genau, ich glaube, ich habe einfach ein bisschen Glück. Und Hugo sagt es ganz schön. Ich glaube, ich habe Glück, dass ich relativ zeitig mit dem Spiel angefangen habe und es verstanden habe. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Und dass ich es gut erklären kann.
Ich glaube, die zwei Sachen zusammen funktionieren dann ganz gut. Und Tomatsch, vielen lieben Dank für den Resub im zweiten Monat. Dankeschön. Vielleicht spielt er noch KSP außer mir. Niemand. Niemand hat die Absicht, KSP zu spielen. Zack. Gut. Oh, meine freundliche und interessante Art und Weise, nichts vergessen. Okay, jetzt ist aber wieder gut. Ich werde sonst rot, dann muss ich wieder die Farbe aus dem Kamerabild rausnehmen. Das möchte ja keiner. So, lasst uns lustige Forschungsergebnisse einsacken. Wir haben da ein paar Sachen noch zu erledigen. Und zwar, ich würde mal versuchen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen nervig. Ach, wartet mal. Retract Secondary Base. Das kann ich schon mal direkt zumachen. Was ein bisschen nervig ist, ich wollte nämlich eigentlich zusehen, dass ich die Sachen dann immer rausziehe in den Container. In den Science-Container. Das funktioniert jetzt natürlich nicht so gut. Wofür steht die 13 in Wintermensa? Das ist eine sehr gute Frage. Also, es ist relativ einfach zu erklären. Wintermensa war auf Twitch schon belegt und ich habe an einem 13. Geburtstag, also an einem 13. des Monats Mai, um es zu konkretisieren, ist mein Geburtstag und danke, IQ. Ach no. Das ging in deine Richtung, Major. Aber das ist schon alles. Das ist schon alles dahinter. All die geheimen Sachen. So, das müssen wir jetzt mal dringend, bevor ich was sende, Disable Science Transmission, sonst geht das hier raus. Eigentlich bin ich 13 Eiszauber, die sich bewegen wie eine Person. Hervorragend. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert, habe ich so das Gefühl. Extend Antennae. Gut. Gut, weißt du, dieses blöde Science-Experiment, von dem man das nicht möchte, das würde sich automatisch ausfalten und funken, aber die blöde Antenne tut es nicht. Ich liebe KSP. Ich liebe so ein paar Sachen an KSP einfach ganz, ganz doll. So. Haben wir? So. Dann loggen wir nochmal die Imaging Data, weil wenn wir es noch nicht gesendet haben. Oh, ich glaube, du hast sogar schon den richtigen Anzug an, oder? Yes, du hast einen Scientist-Anzug an. Wenigstens du hältst dich an die Regeln. Ich glaube, Neo habe ich aus Versehen schon wieder mit dem falschen Anzug losgeschickt. Den Vogel. Neo, wir müssen dringend nochmal über deine Kleiderwahl reden. Es gibt hier Uniformregeln, an die hat sich jeder zu halten, auch die Herren Administratoren. Und es ist nicht okay, dass du dir einfach einen gelben Anzug geschnappt hast, weil du dachtest, dass Gelb besser zu deinen Augen passt. Das ist nicht in Ordnung. Totally nicht in Ordnung. Zack. Oh nee, ich würde richtig, 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 richtig lange bei Twitch betteln, wenn sie mir Wintermensa als Account geben würden, weil der scheint auch super inaktiv zu sein. Also der folgt nix, bla. Also das ist, glaube ich, ein uralter Account, der halt einfach übernommen worden ist. Aber es ist halt, gehört halt einfach jemand anderem. Das wäre schon cool, weil dann hätte ich auf YouTube und Twitch die gleichen Handles, aber es ist halt einfach, wie es ist. Und wir leben alle damit. Icke zumindest. So. Jetzt gehen wir mal hier so hin. Läuft noch alles? Zack. Was ist gerade die Mission? Unsere Mission ist es, auf Minmus richtig viele Wissenschaftsdaten zu sammeln. Und die dann nach Hause zu bringen. Wahrscheinlich noch mit einem kleinen Umweg über die Raumstation, hoffe ich. Also ich hoffe, ich verkalkuliere mich nicht. Also ich hätte genug Experimente mit dabei, um an vier verschiedenen Biomen auf dem Boden auch Bodenstationen aufzubauen. Im Idealfall sollten das vier Biome sein, die ich so auch noch nicht besucht habe.
wie gesagt, soweit im Idealfall. Achso, jetzt müssen wir mal gucken, wie genau Suborbital Trajectory. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwierig. Können wir ihm ein bisschen Sprit da reinpumpen? Suborbital Trajectory. Und ich muss es dann ausschalten und durch die Dings zünden, richtig? Das kriegen wir aber auch so hin. Zwischen 180 und 190.000 Metern. Mhm. Okay, also wir müssen gleich einmal den Test dieses Triebwerks faken. So. Ich glaube, das müsste aber auch so gehen. Zack. So. Können wir eigentlich jetzt Suborbital gehen? Ich glaube ja, ne? Eigentlich müssen wir doch jetzt nur ein bisschen noch bremsen. So. Wir sind auch noch hoch genug. So, wir sind auf einer Suborbital Trajectory. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis wir auf die Höhe zwischen 180 und 190.000 Kilometer kommen und dann stagen wir das Triebwerk auf an. Mit welcher Tastenkombi? Das Cheat-Menü kriegst du mit Alt F12. So. Ist hier alles safe bei uns? Ich glaube ja. Seht ihr, wir dürfen auf dem Rückweg nicht den Science Data Space Around irgendwas. Ne, ach, den habe ich gar nicht mit. Oder ich habe ihn schon erledigt. Ach, irgendwas ist auch egal. Ich glaube, ich habe ihn schon erledigt mit dem Übertragen wahrscheinlich. So. Mit dem Übertragen von der Raumstation. Wichtig ist, dass wir jetzt gleich erstmal auch wieder alles gerade ziehen. Damit wir nicht drauf gehen. So, und jetzt kommt der spannende Part. Ich hoffe, dass das funktioniert, so wie ich mir das gedacht habe, weil ich hatte ihn jetzt schon mal kurz an, aber eigentlich müsste es passen. Ach, 180 bis... Ich kann auch nicht gut lesen, scheinbar, ne? Eieieiei, okay, wir müssen aus dem Dive wieder raus. Ich muss ein bisschen höher. Ja, ja, alles gut. Ich habe 18.000 irgendwie gelesen. Alles gut. So. Activate Engine. Zack. So. Prograde. Ich brenne ihn schnell ein bisschen nach oben und dann ist gut. Dip, 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 dip. Also, wir müssen ja irgendwie über die 200.000 drüber, damit wir das sinnvoll machen können. So. Sehr schön. Und dann nutzen wir jetzt den Überflug einfach noch, um ein bisschen Science zu machen. Gucken wir mal, was es so gibt. Also, Science Data from Space Around Minmus haben wir mal eben nebenbei erledigt. Alles ist cool. Der ist jetzt nicht mehr suborbital. Das machen wir dann aber, wenn wir da drüben sind und können dann quasi direkt einmal hier irgendwo das Manöver machen. Da habe ich mich gerade das Manöver, den Contract, würde ich sagen, also den Auftrag erledigen. Jetzt können wir aber mal gucken, dass wir noch unsere entsprechenden Experimente durchexerzieren, die wir hier so haben. Toggle Array, Log Imaging Data, einmal rausfunken. Ah, wir haben gerade keine Verbindung, okay. Zack.
Multispektralanalyse. Review Data. Slopes. Ah ja, Midlands, okay. Das bleibt auch noch eine Weile so wahrscheinlich. Ja. Okay, dann muss ich über Almesh mal ganz kurz seines Auftrags walten und Science-Daten einsammeln gehen. Was tut der denn da? Was ist denn jetzt aber? Da. So, das kannst du dir klemmen. Das kann dann erstmal gespeichert bleiben. So. Eigentlich können wir ihn hier auf die Leiter setzen. Und vielleicht kommen wir sogar noch an die Experimente ran. Das wäre natürlich ideal als Standard. Ja, nicht ganz. Na gut, aber dann müssen wir wenigstens nicht rein und raus gehen. So. Zack. Lowlands. Achso, geht schon wieder nicht. Weil ich immer noch ein Experiment drin habe. Schade eigentlich. Lalalala. Data. Imaging Data. Take Data. So. Ach, den lassen wir drin. Greater Flats. Mal gucken, was gleich noch kommt. Ja, 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 der Almesh ist gut vorbereitet worden. So, hier haben wir die Daten rausgezogen, oder? Ja. Okay. Dann bringen wir die erstmal in den Pod rein. Fehlt. Multispektral, Slopes, alles klar. Rein damit. Alles gut. So. Ah ja, der blöde Knopf, ey. Auch wieder rein. Yes, yes, yes. Ich denke. Ja, ist unterschiedlich, Torbak. Manchmal will er Staging, manchmal will er Run-Test. Das ist mal so ein bisschen. Wir haben ja die Möglichkeit, das im Zweifelsfall mehrmals zu probieren. Von daher alles cool. So, Lowlands, hier sollten jetzt eigentlich keine großen Überraschungen mehr kommen. Midlands. Lowlands. So, und dann sind wir auch eh gleich wieder high over, richtig? Ja. High over, sehr schön. Das heißt, wir gehen jetzt mal. Oh, hier ist alles gut. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem Essen. Aber das dauert jetzt noch ein bisschen länger, aber danach sieht's gut aus. So. Zack. Wir haben hier noch Review Data. Das können wir rausschicken. So. Dann haben wir hier, sind da auch noch Daten drin? Ja. Das kann auch schon mal raus. Gut, jetzt müssen wir suborbital gehen. Wir sind über 200 Kilometer, also ist alles super safe. Dass wir das diesmal auch erledigen können. So, dann. So. Suborbital erledigt. Jetzt machen wir das Ding hier aus.
und gehen auf 190 bis 180 Kilometer Höhe, damit dieses Häkchen hier auch noch grün wird und wir diesen Engine vernünftig testen, so wie der Auftraggeber sich das vorgestellt hat. So. Lord Grimmish! Ja, herzlichen Glückwunsch zu deinem eigenen Kürbis. Schreib mir doch gerne mal im Discord oder über den Twitch, über eine Twitch-PM, was, wie dein Kürbis heißen soll und was für eine Klasse er dann haben möchte. Dann baue ich ihn gerne bei nächster Gelegenheit ein. So, jetzt nicht verkacken hier. Bum, 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 bum. Ich gehe mal so bei 195 aus dem Time Warp raus. Und dann machen wir erst Staging und wenn das nicht will, machen wir Run Tests. Dann werden wir es ja sehen. Irgendeiner muss ja anschlagen. Na gut, ein bisschen Zeitraffer geht noch. Wir fallen doch sehr langsam. Los, 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 los. So. May the staging be with us. Und ich denke, der Run-Test hätte wahrscheinlich auch funktioniert. Also von daher, Torsch, du hast nicht Unrecht. Sind, glaube ich, nur zwei unterschiedliche Wege, das Gleiche zu tun. Das sind nochmal 100k, 4 Science-Punkte und vor allen Dingen auch 9 Reputation. Jetzt müssen wir mal einmal gucken, dass wir aber nicht zu tief in die ganze Geschichte eintauchen. Obwohl, wir könnten einfach Radial Out machen, glaube ich, oder? Ja, noch nicht ganz, aber wir müssen noch ein bisschen weiter rotieren einfach. Und dann machen wir Radial Out. Pass mal auf, ich zeige euch das mal. Weil dann ist das... glaube ich, relativ safe. So, wir bringen ihn jetzt mal wieder so auf 20 Kilometer hoch, damit wir hier nicht zu sehr über den Boden schrammen. Und dann werden wir... So, das ist jetzt high over alles noch. Ich mache den mal kurz aus, dass wir im Zeitraffer drin bleiben. So, wir müssten jetzt eigentlich bei 55, 50 sind es, glaube ich, ne? 50 müssten es sein. In den Space Near gehen. Immer noch nicht. Dann sind es doch die 30 Kilometer. Ich verwechsel das immer wieder. Moon und Minmus verwechsel ich immer wieder sehr gerne miteinander. So. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht es weiter und wir werden jetzt gleich einmal noch eine Runde drehen. Jawohl, Midlands. Achso. Meine Güte, Midlands hatten wir aber, glaube ich, schon. So, und jetzt kommt halt der unangenehme Teil. Dafür wollte ich eigentlich Metaflats. Midlands haben wir noch nicht. Okay. Dann nehmen wir Midlands noch mit. Ich hatte gedacht, die hätten wir schon, aber haben wir noch nicht. Tag Data und Log Imaging Data. So. Kleben geblieben. So. Dann haben wir die einmal hier. Das ist halt später für die Raumstation gedacht, dass die da im Labor forschen können. Und einmal haben wir es jetzt hier noch drin. Sehr schön. So, dann ist eigentlich hier erstmal aus. Because of... Da steckt jetzt eh ein Experiment drin. So, dann einmal Retrograd. Und wir brennen jetzt den Orbit hier einmal runter auf eine gemütliche
20 Kilometer Höhe. Damit es halt einfach auch schnell geht, rum zu rotieren. So, jetzt müssen wir einmal schauen. Wir müssen noch ein bisschen rum, bevor wir wieder Funkempfang haben. Sobald wir Funkempfang haben, gehen wir nochmal die Bank durch. Sehr gut. Jetzt können wir das nämlich raussenden. So, und jetzt macht es nämlich auch Sinn, wieder drauf zu gucken. Mitzubekommen. So, Lowlands. Midlands. Slopes. Alter Flats. Okay, hat man noch nicht. Dann nehmen wir den auch noch mit. Roger, Roger. So lange da rein, das ist nicht ganz so weit. So, Strom, ja, Strom ist da. Aber das ist Megajoules, das ist, zählt nicht. So, next. Great Flats hatten wir noch nicht. Sehr gut. Log Imaging Data, einmal raus. Und Log Imaging Data einmal speichern für den lieben Almisch. So, Tech Data. Guti, Reflex haben wir auch. Lowlands hatten wir schon. So, dann müssen wir halt mal gucken, wie wir jetzt auch unsere ganzen Landungen timen. Was das hier schön ist. Lowlands. Kriege ich einen Überflug von dem? Das wäre nice. Slopes hatten wir schon. Schön. Es läuft ja insgesamt relativ gut. Also doch smoother, als ich gedacht habe. Ich gedacht, das wird ein riesen Pain ohne den Kanister. Also es wäre mit dem Kanister, wie gesagt, nochmal ein bisschen luxuriöser gewesen, weil ich einfach hätte drin sitzen bleiben können. Aber na gut. So ist es halt. Zack. So, dann haben wir hier nämlich auch schon ein bisschen was. Minmus Flats. Okay, da kommen wir also auch drüber. Okay, die Flats hatten wir schon. Das kennen wir auch schon. Ich mache jetzt noch mal eine Runde rum und dann setzen wir die Landungen an. Highlands, sehr schön. Ich bin positiv angetan. Wir haben sogar noch Funkverbindung. So, die geht erstmal raus. Und eine wieder für die Raumstation später. Gute Arbeit, was der Almisch da macht. Sehr gute Arbeit bisher als Wissenschaftsoffizier, diese ganzen Reise. So. Sehr gut, für den ersten eigenen Einsatz. Sehr, sehr gut. Jawohl, Sunny. Dann auch dir demnächst ganz viel Spaß mit deinem eigenen Körbel. Du hattest mir, glaube ich, auch schon geschrieben. Hatte ich gesehen. Jawohl. The next one in the space program. Ich hatte schon gesehen, war eine schwere Geburt mit den Bot-Befehlen, aber
Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass es geklappt hat und du deine Körbeldollar zu sinnvoller Anwendung bringen konntest. Duty. Dann. Round and round it goes, ne? Midlands hatten wir schon, ne? Bin mir ziemlich sicher, dass wir Midlands schon hatten. Ich glaube, hier gibt es so viel jetzt auch nicht mehr. Wir müssen jetzt gleich mal gucken, wenn es wieder hell wird, auf welche Landung wir uns einlassen. So. Landed at Minmus. Also, Highlands haben wir noch nicht. Check. Midlands, Lowlands, Flats haben wir. Great Flats haben wir noch nicht. Greater Flats haben wir noch nicht. Slopes. Slopes wird tricky. Das sind halt die Abhänge. Lesser Flats. Okay. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich... Ah, wir können es auch so kombinieren. Wir können uns jetzt eigentlich eine schöne Ecke suchen, wo was kommt, was wir noch nicht gemacht haben. Wie gesagt, Midlands haben wir. Wir gehen nur in Situationen runter. Wir haben 4 Landeanflüge. Das heißt, Lesser, Greater und Great Flats plus Highlands plus Slopes sollte uns eigentlich eine ganz gute Kombination geben. Lowlands brauchen wir nicht. Ich hoffe, dass hier jetzt gleich Slopes kommen, Flats kommen, die wir noch nicht hatten. Mal sehen, was das für welche sind. Slopes. Es wäre natürlich geil, wenn wir einfach beides hier hätten, nämlich Flats, die wir noch brauchen, und Slopes dazu. Ich bereite mich mal auf eine Bremsung vor. Mal gucken. Und wir können ein bisschen aggressiv in die Sache reingehen. Also es ist, können uns das leisten. Great Flats. Great Flats, check. Wir gehen runter. Ich bremse jetzt komplett den Orbit Speed weg, dass wir einfach senkrecht runterfallen. Also horizontal bringe ich jetzt auf 0. So. Und damit sollten wir jetzt eigentlich wie so ein Stein nach unten fallen. Ja, sieht gut aus. Dinge, die funktionieren, wie ein Stein nach unten fallen. Okay, damit haben wir schon mal Lesson 1. Great Flats. Jetzt müssen wir noch schauen, dass wir eventuell noch einen kleinen Hop auf die Slopes oder sowas schaffen. Mal gucken. Aber das machen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal die Great Flats fertig. Eins nach dem anderen. So, die mache ich mal temporär zu. So, Suicide Burn hat noch einen kurzen Moment, wenn ich dem Frieden nicht so richtig traue, aber sieht gut aus. Dude.
schön langsam auf einem völlig überdimensionierten Triebwerk landen. Und Raumschiff steht. Hüpf! Hüpf! Und steht. Tada! Ta-ta-ta-ta! So. Okido, lasst uns all die lustigen Dinge tun, die man hier so tun kann. Nämlich Open Bay Doors. Observe Materials Bay. Check. Luca, vielen lieben Dank für 50 Bits. Dankeschön. So, Gubay, same stuff. Machen wir auch einmal fertig. Den werden wir natürlich nicht rüberfunken. Den nehmen wir mit. Und wenn den die Station noch nicht hat, kriegt den, also hat sie logischerweise nicht, kriegt den auf jeden Fall die Station. Den können wir dann halt nicht zweimal speichern. Das war leider, das ist leider die Folge meines vergessenen Science-Containers. Oh, warte, doch. Wir haben einen zweiten Container, um Dinge mitzunehmen. Doch, ich muss nur dran denken, die, geil. Cool. Alles ist gut. Alles ist sowas von gut. Das geht nicht, oder? Das geht nicht. Nee, nee. Da, nein, ich kann ja hier andere Experimente drin speichern. Ich mache wie immer bis 22 Uhr heute. So. Was haben wir hier noch? Den Crew Report, den können wir direkt rausschicken einmal. Crew Report, zack, einmal direkt raus. Und einmal Crew Report speichern. EVA Report machen wir gleich. Magnetometer. Einmal raus. Einmal speichern. So, was fehlt uns noch? EVA und Surface Sample. Alles klar. So. EVA Report. Zack. Ups, ja, das war dumm. Da ist ja gar keine Leiter dazwischen. So. Take data, store experiments. Und dann noch mal eins tiefer. Zack. Dann können wir nämlich gleich mal den EVA-Report. Zack. Und Surface Sample. Zack. Beides hier drin. Storn. So. Dann machen wir noch ein Surface Sample. Und jetzt sammeln wir einmal alles ein. Und das Labor und so weiter, das kann ich dann nochmal einsammeln, das Zeug. Und in den anderen Ranzen noch reinstecken. Schön dazwischen gesteckt. Data. Die kriege ich von hier nicht, ne? Wäre nee. Jetzt auch zu einfach gewesen. Niemals auf die wissenschaftlichen Experimente steigen. So, dann können wir das hier nämlich einmal alles oben reinpacken. Und dann machen wir nämlich die ganzen Experimente nochmal in den fetten Teilen da. Experiments. Und bringen die unten in den Container rein. Oh oh. Captain Caps Lock. Was? Was? Ich glaube, hier handelt es sich nicht um Robert, sondern um einen bösen Klonroboter. Mission Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Ach so, weil ich die Leiter vermisse. Ah, ich verstehe. Beruflich, Beer Grylls, ich bin ITler. Also ich mache so Computerkram. Nicht so spektakulär wie Raumfahrt, aber hat auch seine Höhen. Observe Mystery Goo, Collect Data. So, dann können wir das schon mal restoren. Habe ich jetzt alles? Jetzt die hier noch. Lock Temperature. Lock Pressure Data. Trick. Nein. Deploy Terminal. Take Data. Take Data. Dass du dieses blöde Lock-Ding abschalten kannst. Ja, ja, aber es leider mit jedem Windows-Update kommt es wieder rein. Also ja, ich weiß, dass ich das abschalten kann, aber ich bin der Sache müde geworden, weil sich es mit jedem Windows-Update wieder aktiviert. Und ich einfach irgendwann. Einfach, ich habe mich einfach irgendwann zum Sterben rübergerollt und leg mich jetzt hin und akzeptiere, dass es ab und zu Pieps macht, wenn Captain Caps Lock zuschlägt. Leider. So, Store Experiments. Du kannst da eigentlich auch erstmal drin wohnen, glaube ich. Ja, kannst du. Ah, nee, Bodenexperimente. Ah, nee, jetzt ja. Okay. Aber der Neo muss anfangen. So, wo habe ich denn den Mist eingebaut? Ich fange jetzt einfach oben links an. Du mit deinem gelben Anzug, du kleiner Streber. So. So. Wir bauen jetzt hier das erste Mal Bodenexperimente auf. Erstmal die Kontrollstation. So, an der Klappe hängen geblieben. So, die bauen wir natürlich ein bisschen abseits auf, damit wir die nicht mit unserem Downwash direkt zerhacken, wenn es nachher wieder losgeht. Endlich was zu tun. Genau. So, hier kommt die Kontrollstation hin. Ja, ich glaube, damit bin ich placementmäßig sehr zufrieden. Okay, scheint zu funktionieren. Ja, Schalter schaltet. Okay, zack, auf geht's. Ja, ich weiß, Neo, du baust nur das Solarpanel auf wegen dem Strombonus. Und das Experiment baut dann der Wissenschaftler auf. Dann macht ihr noch ein schönes gemeinsames Gruppenfoto neben eurer aufgebauten Anlage. Alle sind glücklich. Und dann fliegt euch der Anthrax zum nächsten Biom. Das ist zumindest mein Plan, wie das hier heute klappen soll. So. Photovoltaik-Panel. Zack. So, und das können wir im Prinzip an 4 Lokationen machen. Ich glaube, das wird uns ganz gut Wissenschaftspunkte bringen. So. Ah, ein bisschen Abstand. Ja, ich glaube, so ist okay. Sieht gut aus. Yep, Tracking läuft erfolgreich. Alle Schalter sind auf an. Strom ist go. Sehr gut. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch irgendwelche krassen Einstellungen machen können. Ja, ist nichts weiter. Dann harren wir mal die Dinge, die da kommen. Und der Almesh muss das andere Teil aufbauen. So, dann ist nämlich die erste Tasche schon mal leer geräumt. Das finde ich echt schön, dass sie das ins mit dem DLC ins Basisspiel übernommen haben, so Bodenstationen, sodass man auch ohne KISS-CAS-Modding endlich mal ein bisschen was Sinnvolles auf einer EVA machen kann. Und auch die einzelnen Klassen beginnen mehr Sinn zu bekommen, weil ja sonst eigentlich, naja, der Wissenschaftler hatte so ein bisschen Zweck mit, der kann aus Experimenten Sache rausziehen. Das hat halt ihm zumindest mal
Man kann die irgendwie ausschalten. Es gibt irgendeinen Config-File, was man hinterlegen kann. Ich müsste es aber selber auch nachschlagen. Also einfach mal googeln. Bist du nicht der Einzige? Und ich glaube, in den Settings, ich hatte irgendwas in den Settings auch gesehen. Advanced Message App, ich weiß gar nicht, ist es das? Ich weiß nicht, ob man es damit eventuell ausbekommt. Wäre meine Hoffnung. Also ich würde es mal probieren, aber ich kann es euch nicht sagen. Müsste ich auch erst googeln. Vielleicht nervt es mich gleich so sehr, dass ich es mache. Mal gucken. Mal sehen. So. Wenn man Raketen benennen lässt, kann man sich dann aussuchen, welche Rakete. Also das nimmt man im Idealfall dann, wenn man, wenn die Rakete gerade gebaut wird, Damon. Genau. Deshalb im Idealfall die Rakete, die jetzt gleich starten wird, dann immer. Also wenn ich gerade an irgendwas baue, dann kann man sich das raussuchen. Oh, gegengeflogen. So. Naja, falls man es mal erweitern will, könnte man hier eigentlich schon Dings lassen, ne? Flagge. Science Station. Great Flats. So. Dann wäre mal die Frage. Mach das jetzt mal mit ihm. Sind da drüben direkt Slopes? Das wäre natürlich sehr praktisch. Dann könnten wir einfach dort einen Hop rüber machen. Aber ich befürchte, es ist Lowland gewesen. Es ist nicht steil genug. Sieht auch nicht steil genug aus für Slopes. Da sieht es eher nach Slopes aus, muss ich sagen. Ja. Alles doof. Das bringt uns nicht so viel. So, ich drehe mal die Richtung. Discovery, Wir nominal probieren Miko, mal einen one not Hop. required. Travis, vielen lieben Dank für 100 Bits. Dankeschön. Wir drehen gleich mal in die andere Richtung eine Runde. Also wir werden jetzt mit dem Raumschiff, glaube ich, einfach starten. Mal gucken, was passiert, wenn wir hier einen Hop machen. Eventuell ist das Slopes. Da müssen wir halt mal gucken, ob wir die Kiste abgestellt bekommen. Ich glaube, das wird dann eher das Spannende. Wir sind recht schwer. Aber wir haben auch einen relativ breiten Stand. Also kann funktionieren, muss aber nicht. Muss ja mal gucken. Wir bauen heute auf jeden Fall unsere vier Stationen auf. Und sammeln da Wissenschaftsdaten und dann bin ich ganz zuversichtlich, dass wir es vielleicht schaffen. Oh, doch, das könnte hinhauen. Also mit der Nettoausbeute vierstellig zu werden, mit dem, was wir an die Raumstation bringen, natürlich viel, viel mehr. So. Juti, Freund Blase, Bulk geht wieder in den Science-Container unten rein, also in den Gäste-Container. Wir müssen, wie gesagt, nur daran denken, ihn da nicht drin sitzen zu lassen, wenn wir wieder Eintritt fliegen, sonst wird es unangenehm für Almisch. Sehr unangenehm. So.
Und dann nehmen wir uns auch den Neo. Ah, das ist nicht der Neo. Das ist auch nicht der Neo. Das ist der Neo. Erkennbar an den schönen Haaren. So. Das Ding fahren wir mal ein. Falls wir gleich eine Berglandung probieren. So, und das müsste relativ straight 90 Grad sein. Ich gucke mir das mal auf der Karte an, dass wir sehen, wann die Prognose zusammen mit dem Impact-Biom uns an einen guten Platz führt. Das heißt, wir fliegen jetzt gleich mal los. Fliegen wir? Wir fliegen. Coole Sache. Grad sind nicht ganz das, wohin er will. So ist er besser. Lowlands. Slopes. Slopes, ganz hervorragend. Dann nehmen wir doch Slopes. Das sieht sogar stehbar aus da oben. Mal gucken. Mal gucken. Das ist, glaube ich, nur so eine leichte Schräge, also vergleichbar leicht mit dem hier. Das ist, glaube ich, da oben diese Platte. Und Slopes haben wir tatsächlich auch noch nicht. Das ist auf unserer Liste auf jeden Fall mit drauf. Das wäre eins der bevorzugten Ziele auf jeden Fall, wenn wir das gestanden bekommen. Ja, ach guck mal, das ist doch landbar. Das ist doch sowas von landbar. Can we land this? Yes, we can. Cool, da exerzieren wir das dann. Ist das der Krater, in dem die Basis in Season 1 war? Das kann sein. Ich bin mir nicht sicher tatsächlich, ob es in den Great Flats war. Du kannst ja mal gucken bei den Landeanflügen. Ob es die korrekte ist. So, jetzt müssen wir ein bisschen schauen, dass wir hier kommen nämlich sehr knapp noch rein. Und hier auch noch mal ein bisschen driften lassen. So ein bisschen mehr auf die Fläche drauf gehen. Sehr schön. So, und dann jetzt erst die echte Bremsung machen. Weil ich will nicht so am Rand stehen. Und jetzt schauen wir mal, wie schlimm die Slopes sind. Das sieht jetzt von hier erstmal nicht so super dran. Also sieht auf jeden Fall sehr viel besser aus als das da. Ich bin mir nicht sicher, ob es dann wirklich so viel besser sein wird. Das finden wir raus, wenn wir gelandet sind. Schauen wir mal. Na, ist doch ganz schön steil, glaube ich. Mal gucken. Nicht sterben. Jetzt ist Midlands. Ah, mistig. Mistig. Ich muss ein bisschen zurück. Muss an den Hang ran. So, Impact Biom Slopes. Jetzt aber. Im Rover wärst du für besser dran. Ach was. Niemand hat die Zeit, Rover zu fahren. Come on. Come on. Gott, was tue ich hier eigentlich? Okay, Bremse. Ich würde sagen, hoffen wir das Beste, ne? Vor allen Dingen hoffen wir mal, dass wir nicht umkippen. Das wäre echt peinlich, so insgesamt.
Ah, es ist, glaube ich, nicht so schlimm. Oder wirkt es einfach nur harmlos? Ich glaube, es ist relativ gerade, also für einen Abhang. Ich glaube, es ist wirklich okay. Ja, das ist locker, Freunde. Das ist ja quasi ein Parkplatz. Also so Lidl-Parkplatz-mäßig. So richtig betoniert und so. Ist ja eigentlich eine Schande, dass das als Slopes zählt. Ah. So. Sehr gut. Nächste Station erledigt. Zack. Sehr gut getimt. Vielen lieben Dank, Mr. Wursti, für den Sub und ganz viel Spaß mit den Kirby-Modes. So, Eva-Report machen wir gleich. Ja, obwohl. Den kann mal der Neo kurz übernehmen, dann können wir das mit dem Crew-Report nämlich gleich. Ah, wartet. Das war dumm. Ich wollte nämlich Folgendes tun. Ich wollte den Crew Report einfach. Override Crew Report. Yes. Windows Slopes rausfunken. So, dann können wir nämlich einen neuen speichern. Zack. So. Nee, das war. Krieg ich den da? Ja, okay. Alles, was da ist, ist dafür. Und dann kommen unten die anderen. Ja. Okay, ich bin gerade ein bisschen mit meinen eigenen Sachen hier durcheinander gekommen. Alles ist super. So. EVA-Report. Zack. Take Surface Sample. Zack. Dann einmal drauf damit. Super Snake, vielen lieben Dank fürs Follow. Das war galt nicht dir, das galt meiner EVA. Nur falls du dich wunderst. Ich habe nichts gegen dich. Ich bin nur gerade mit der FOA ein bisschen beschäftigt und habe etwas stark auf Schub gedrückt. So. Zack, dann können wir nochmal eine FOA machen. FOA Report speichern. Take Surface Sample speichern. So. Hast du schon mal eine Einladung zum Partnerprogramm bekommen? Was meinst du damit? So. Dann. Hä? Warum kann ich da jetzt nicht ran? Collect Data. Data. So. Das war auch wieder ein bisschen abgekürzt. Weil wir brauchen ja noch was. Ach, das ist nicht ausgefahren, ne? Ach, ärgerlich. Okay, ich muss jetzt mal kurz unten landen. Da habe ich nicht dran gedacht, ich muss das Magnetometer noch ausfahren. Hopp. So. Magnetometer fehlt noch, genau. Toggle Magnetometer. Zack. So, kann ich da oben rauf? Sehr schön. So. Und dann machen wir. Zack.
15. So. Ist der schon mal durch. So, dann haben wir hier einmal die erste Fuhre fertig. Und können das stone. Was will er jetzt nicht stone? Was hast du hier noch dabei? Ah, ah. Das sind wahrscheinlich seine eigenen Experimente, oder? Ja, Samples und Dings. Okay, das ist völlig in Ordnung, dass du mich stornen willst. Die kannst du nämlich hier stornen. So. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Ach. Ach. Ah. So. Great, vielen Dank fürs Follow. Versuche mich hier gerade nicht zu schwer zu verletzen. Zack. Zack. Na, aber wie ich das immer retracte, ne? Lock und lock. Und take. Und collect und restore. Und collect und restore. Ein langer. Steiniger Weg. So. So, und jetzt kannst du da unten schon mal warten. Dein Kollege kommt jetzt gleich raus. Und ihr baut hier noch eine Bodenstation auf. Sehr schön. Ich bin mir gar nicht sicher, Braid. Habe ich gesagt, vielen lieben Dank für ein Follow? Falls nicht, vielen lieben Dank für ein Follow und ganz herzlich willkommen. Und falls doch, nochmal willkommen. So, zack. Juti, dann bauen wir die zweite Bodenstation auf. Diesmal hier. Ich hoffe, da kommt insgesamt ein bisschen was rum. Experiment Control Station. Also, ich muss feststellen, ich hatte mir das deutlich schneller vorgestellt mit der Minmus-Mission. Ich finde es jetzt aber auch nicht schlimm, dass es abendfüllend wird, also alles cool. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange unterwegs sind. Man kann hier mittlerweile doch ganz schön rumtoben und es ist ein guter Indikator, finde ich schon mal, dafür, dass wir relativ viele Science-Punkte aus der Nummer rausnehmen werden, wenn wir so lange Sachen einsammeln. Low Voltage. Ja, wir holen mal den Strom. Zack. Falsch. Genau, ich möchte auch mal, weil der Bot es gerade gepostet hat, zu diesem Thema Stream-Feedback, wo ihr Sachen eintragen könnt. Ich freue mich da wirklich drüber, wenn ihr das macht. Ihr müsst nicht jeden Stream was reinschreiben, aber vor allen Dingen, wenn euch Sachen auffallen, die euch entweder sehr gut gefallen, die ich unbedingt beibehalten soll, oder natürlich, wenn Sachen sind, wo ihr sagt, so, oh, Robert, komm, das ist super nervig, dass du das tust, oder das ist echt unerträglich für zum Angucken oder was auch immer. Dann schreibt mir gerne Feedback. Ich lese mir das nicht nach jedem Stream durch, aber ich lese es sehr regelmäßig tatsächlich. Ja, ist mir ein bisschen zu nah dran. Und diejenigen, die Feedback gegeben haben, werden auch feststellen, dass ich nach und nach so Sachen auch dann umsetze, wenn ich sie für sinnvoll erachte. Klar, gucke ich mir das auch ein bisschen an. Also von daher, ich freue mich sehr und ihr könnt damit, also ich freue mich sehr über euer Feedback und ihr könnt damit natürlich auch einfach ein bisschen Einfluss darauf nehmen, wie sich das entwickelt. Wann willst du den nächsten Lego-Stream machen? Ich hoffe im September. Ich muss allerdings noch die Rakete bestellen dafür. Deshalb kann ich es noch nicht versprechen, ob September klappt, weil das wird auch ein bisschen davon abhängen, wie die Lieferzeiten so aussehen für El Raketo. Aber ich würde gerne noch im September einen Lego-Stream machen. Irgendwo an einem Wochenende oder sowas mal. Voraussichtlich unter der Woche eher nicht.
Wenn es im September nicht wird, dann auf jeden Fall im Oktober. Aber also jetzt im Herbst kommt auf jeden Fall noch ein Lego-Stream. Und wenn es nach mir geht und mir nichts anderes in die Zeitplanung reinrasselt, dann. Im September. So. Voraussichtlich 2019. Genau. Die nachfolgenden Programme verzögern sich um 300 Jahre. Was? Ist der Moon nicht in irgendeiner Hinsicht interessanter als Minmus? Ich glaube, er ist halt inspirationsmäßig ein bisschen interessanter und es gibt ein paar nette kleine Gimmicks, die da versteckt sind. Ansonsten ist er halt eine andere Herausforderung und natürlich nicht ganz so einfach zu fliegen. Für so Science Farming finde ich, ist Minmus eine ganz tolle Sache. Ebenfalls so einfach ist. Crazy, gute Nacht und schlaf schön. Mit den Tutorials wird es weitergehen. Ich hatte jetzt die letzten Wochenenden. Dieses Wochenende war jetzt das letzte Wochenende, wo ich privat sehr stark eingebunden war. Also ich hatte erzählt, ich war dieses Wochenende noch auf einer Hochzeit gewesen. Die Wochenenden davor auch sehr viel unterwegs. Und ich zeichne halt meistens die Tutorials am Samstag auf. Wenn ich aber Samstag keine Zeit habe, fliegt das halt hinten so ein bisschen runter. Das heißt, ja, es gab jetzt eine lange Pause mit den Aufzeichnungen. Und ich gehe aber davon aus, dass ich voraussichtlich nächsten Samstag wieder aufzeichnen kann und damit dann auch die nächsten zwei Folgen kommen. Das ist zumindest der Plan, wenn mir nichts anderes dazwischen kommt. Genau, also ja, wird weitergehen und wahrscheinlich Aufzeichnung nächstes Wochenende und dann die folgende Woche darauf dann die Veröffentlichung. Genau, meistens mache ich so, dass ich am Samstag zwei, wenn es gut läuft, drei Folgen aufnehme. Um einfach da in einem Zug auch vorwärts zu kommen. Und da geht es dann auch weiter. Eine Fluchtflugbahn von Kerbin ist, wenn du so viel Gas gibst, dass du quasi den Orbit verlässt. Das ist eine Fluchtflugbahn. Also, dass du in einen Sonnenorbit wechselst, zum Beispiel. Dafür musst du ungefähr 1100 Meter aus dem Kerbin-Orbit raus beschleunigen. Dann geht der Orbit irgendwann auf mit so einem Escape-Trajectory und dann hast du diese Vorbedingung erfüllt. So, wir werden jetzt mal einen Hop noch Richtung Osten machen, denke ich. Da sind nämlich noch die anderen Flats. Vielleicht kommt zwischendrin noch was anderes. Potenzielle Kandidaten wären die Highlands, die Greater, die Lesser. Ja, Highlands, Greater Flats, Lesser Flats. Ich glaube, das da sind die Lesser Flats und ich glaube, das da sind die Greater Flats. Wenn sich zwischendrin Highlands abgeben, das könnte hier der Fall sein, dann nehmen wir die natürlich auch super gerne mit. Jetzt starten wir aber einfach erstmal. Und gucken, wo uns die Reise hinträgt, hätte ich gesagt. Zack. Sind eigentlich alle an Bord? Ja, das sollte man auch vielleicht vorher prüfen, ne? So. Hoppla, jetzt habe ich nicht so gut drauf geachtet. Midlands. Wir müssen ein bisschen nach Norden korrigieren. Wir schauen mal, wenn wir da drüber fliegen, ob das zufällig Highlands sind. Falls ja, gibt es eine Notfallbremsung. So. Ja, das müssen noch irgendwelche Flats sein da unten. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass das keine Flats sind. War nicht irgendwo vorher? Nee. Wahrscheinlich wegen der blöden Planetendrehung. So. Flats. Flats an sich hatten wir schon, ne? Flats hatten wir schon, ja. Blöd. Swiften, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Luca, vielen lieben Dank. Vielen
lieben Dank für den Resub im zweiten Monat. Dankeschön. Und weiterhin viel Spaß beim Zugucken, ne? So. Ist das da? Aber das müsste dann irgendwie greater oder sowas sein. Please. Yep. Sieht gut aus. Da drehen wir jetzt noch ein bisschen runter. Und dann jumpen wir dahin. Wir haben noch 2058 Delta V. Kannst nicht mehr ohne die Emotes. Zack, wieder jemand erfolgreich abhängig gemacht. Und moin, Blob. Grüß dich. So. Schauen wir mal, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir machen mal den lustigen Zeitraffer an und dann gucken wir mal, ob wir zufällig über die Highlands drüber kommen. Midlands, nicht wirklich. Highlands. Ja, ja, ich will's bremsen. Ja, ich will. Komm. Alle wissen, dass das wert ist. Waren das nur sehr kurze Highlands oder kommt da noch mal was? Ist dieser eine Berg, ne? Ah, nee. Gar nicht. Der wird vielleicht auch noch. Könnte das Highlands sein? Highlands. Lowlands. Okay. Retrograd. Und rauf auf die Greater Flats. Okay. Jetzt nochmal gelandet. Und dann könnten wir versuchen, wir machen einfach einen Sprung nach Westen als nächstes und springen auf die Highlands drauf. Dann ist das nicht so verschwendete Liebesmüh gewesen. Der Sprung ist jetzt halt da. So, Freunde. Das wird nochmal eine knackige Landung. Schön spritsparend. Ganz gut was drin in den Gondeln, ne? Oh, wir haben die Flagge vergessen oben. Sehr ärgerlich. Fällt mir gerade so auf. Naja. Dann ist es so. So. Meter noch. Ich glaube, die Sounds sind eher so der erste Indikator dafür, dass ich die anderen Preise auch nochmal anpassen muss. Weil es kommen jetzt doch relativ schnell relativ viele Kirby-Dollar zusammen. Und ich habe natürlich auch nur beschränkt viele Möglichkeiten. Ich kann nicht 300, also ich kann schon 300 Kirbys einbauen, aber dann kann ich auch einfach keine Kirbys einbauen, weil die dann nirgendwo hinfliegt. Deshalb, ja, das ist so ein bisschen eine Abwägung. Es soll die Möglichkeit geben, diese Sounds abzuspielen. Auf der anderen Seite soll es aber eben auch nicht die ganze Zeit hier irgendwie tröten und tüdeln. Von daher, ja. Ja, die sind bewusst teurer als 10 oder so. Das ist sehr bewusst. Zumindest der Part. So, Crewport. Ah ne. Beinahe habe ich das böse Wort gesagt. Ihr wisst schon, welches ich meine. So, zack, zack. Ist Crewport wieder frei.
Steffletz habe ich schon mal im Crew Report gemacht. Okay. Herrlich. Ich hoffe, hier gibt es noch was zu holen für uns. Das sieht aber gut aus. Raus damit. So. Ich glaube, wir haben's. Almisch, do your job. Sample. So, dann einmal alles einsammeln wieder. So, dritte Lokation. Ich glaube, die vier Locations kriegen wir heute im Stream noch ganz gut abgefeiert. Ich bin guter Dinge. Huch, wo bin ich denn jetzt gegengekommen? Hat mich richtig hochkatapultiert. So. Na komm. Denta. Zack, dann können wir hier einmal alles reinpacken. So, und dann brauchen wir nur von dem hier noch eine zweite Fuhre. Plus EVA, plus Sample. Materials Bay. Lock Pressure Data, zack. Eine angebliche Tugemission fallen. Und euch dann alle umbringen. Sowas tue ich nicht. Ich bin doch kein Schwein. So. Zack. Store Experiments. Sieht sehr, sehr gut aus. Freunde, wir werden so fürchterlich verdammt viele Science-Punkte sammeln mit dieser Mission. Ich glaube, das wird so ein neuer persönlicher Rekord fast schon. Es wird auf jeden Fall eine Menge. Es wird eine richtige Menge werden. Und es macht gerade richtig Spaß, so auf Minmus relativ viel aufzubauen in relativ kurzer Zeit. Also, wie fühlt sich das für euch an? Für mich fühlt es sich gerade richtig so wie Progress an. Wir kommen richtig vorwärts. So fühlt sich das für mich zumindest an. Es passiert gerade ganz viel von irgendwie, wir machen erste zögerliche Schritte auf Minmus. Ist das gerade ein riesiger Schritt in Richtung... ja, natürlich wollen wir mehr als Duna, um Himmels Willen. Natürlich. Ist gerade ein riesiger Schritt. Sehr schnell nach vorne, finde ich. So fühlt es sich zumindest an. So, zack. Place it. Das stimmt. Das stimmt. Für die ersten Kolonien brauchen wir dann viel Bevölkerung. Viel Bevölkerung. Weil die alle sterben werden. Die Stationers-Kiste. Oh ja, please. Die mich direkt in den Orbit schießt, während sie mir das Visier zerschmettert, den Anzug aufschlitzt und alles Überlebenswichtige, was wir besessen haben, mit zerstört. Läuft. Not. Inventar durcheinander gebracht. So. Ja. So, das steht. Dann
Mr. Wissenschaft, übernehmen Sie. Da müssen wir noch eine Bodenstation aufbauen und dann dürft ihr wieder nach Hause vielleicht. Seagull und Nils. Hey. Nissel, nicht Nils. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr reinguckt. Aber auch schön, dass ihr da seid. Irgendwie beides. Zack. Den bauen wir hier auf. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. So, diesmal stellen wir auch eine Flagge auf. Nicht wieder vergessen. Und beim Rückflug kommt der Kraken. Oh nein, hoffentlich nicht. Das wäre ja ganz fürchterlich. So, das ist dann die Science Station Greater Flats. So. Alle wieder an Bord, bitte. Wir müssen nochmal auf die Highlands fliegen. So, ich hoffe, ich treffe die halbwegs. Und dann sieht es eigentlich ganz gut aus vom Delta VBG. Dass wir noch safe nach Hause kommen. Ich mag das wirklich. Die ganze Soundkulisse, auch die Animationen und so von den Experimenten ist echt gelungen, muss ich sagen. Ist wirklich gelungen. Schön gemacht. Macht sehr viel Spaß. Lässt auf tolles hoffen für KSP-2, muss ich sagen. Wo ja schon, also in dem Interview mit Nate, der hatte ja gesagt, dass sie Änderungen daran vorgenommen haben, was Kerbal-Persönlichkeiten ausmacht. Also ich rechne fest damit, dass es mehr oder andere Klassen geben wird. Ich glaube sogar mehr Klassen. Und ich glaube auch mehr Attribute, die wirklich Einfluss darauf haben, was ein Kerbal kann oder nicht kann. So. Zack, das ist fertig. Wir werden jetzt Richtung Richtung Westen, leicht Nordwesten starten und versuchen da, das ist der Highland Spot, den wollen wir treffen. Also, los geht's. So, sind wir erstmal im safen Abflug. Ja. Okay. Oh, das ist aber auch schon wieder ein Flug für die Götter, den ich da mache. Na gut, viel Zeit, uns einzunorden. So, wir landen auf Midlands. Highlands, Slopes. Okay, wir sind unterwegs. Mit der Drehung zusammen müsste das jetzt passen. Wir müssen es ein bisschen nachkorrigieren wahrscheinlich. Aber mal sehen. Uns geht es auch noch gut soweit. Wir haben jetzt noch 1589 Delta V. Das sieht eigentlich super aus. Und wir werden diese eine Landung auch noch mit den Seitengondeln machen können. Das passt auch sehr gut. Ich glaube, wir sind in einem hervorragenden Zustand insgesamt. Weil wir dann nochmal ein paar Delta V gewinnen, wenn wir das Ding abwerfen. Ich muss nur den Zeitpunkt gut abpassen. So. Go for it. Ah, die Rotation spielt uns in die Hände. Achso, ja, danke, tschüss. So, jetzt müssen wir es nur bremsen rechtzeitig. Und ich glaube tatsächlich... Was ist das an sich, der Berg? So. Surface Retrograde. Jetzt müssen wir mal schauen. Wenn wir ein bisschen anbremsen, müssten wir eigentlich relativ schnell als Target, also als Impact-Biom, die Highlands bekommen.
cool. Dann machen wir einfach ein Suicide drauf. Schon ein bisschen unangenehm zu fliegen gewesen. Ich habe so unterwegs gedacht, so, oh, ob das gut geht, aber sieht gut aus. Alles gut. Eieieiei. Nee, du hast keine Vorstellung, wie weit mein Tech-Tree geht, glaube ich. Der geht bis in die 10.000 Punkte hoch, meine ich. Also, ich bin froh, wenn ich ein bisschen vorwärts komme, aber da ist viel, viel Platz, würde ich meinen. Na, was tust du hier? Willst du dich aufschaukeln oder so? Du willst dich nicht aufschaukeln. Nicht hier. Please. So, und wir haben sogar Empfang. Das heißt, wir können das schon mal fertig machen. Den können wir auch schon mal fertig machen. Zack. Magnetometer. Einmal raus. Und einmal speichern. So. Observe. Observe, Lock und Lock. Sehr schön, dann fehlt uns nur noch einmal der EVA Report, einmal das Surface Sample. Wupp. Hinauf. Sehr schön. So. Einmal das. Dann machen wir hier nochmal. EVA-Report. Surface Sample. So, und jetzt geht's ans Einsammeln. Das war auch dumm. Einmal wegstecken hier. Muss in den Speicher mit rein, genau. Eieiei. Ah, an der Tür festhängen bleiben ist ganz schön gefährlich. Schon Bodenprobe genommen. Ja, alles schon erledigt. Zack. So, Collect Data. Collect Data. Data, Data. Und dann. Data. So. That's for you, my friend. Zack. So, und dann nochmal die Runde mit denen hier. Dann bauen wir die letzte Bodenstation noch auf und dann geht's nach Hause. Für die Jungs. Und. Nee, keine Mädels mit dabei. Heute tatsächlich mal a Sausage Party. So. Tja, da muss ich jetzt leider enttäuschen. Der Quatschtyp auf dem Bildschirm, der gibt keine Ruhe. So.
Sorry. So. Dann haben wir hier einmal die Experimente fertig. Zack. So, und dann bauen wir hier drüben noch eine schöne Bodenstation auf. In den Highlands. Und dann geht's ab nach Hause. Also, Neo, letzter Einsatz heute hoffentlich. Weil wenn du danach nochmal einen Einsatz brauchst, ist irgendwas kaputt gegangen am Schiff. Das hoffen wir ja alle nicht. So, Probedine Experimenten Zentralstation. Wie heißt das? Probodobodein? Echt jetzt? Da, das heißt zum Glück nicht so. Probodobodein. Na gut. Nee, Probodein spricht sich echt besser. Ich bleib dabei. Sorry. Auch wenn du recht hast. Ich mach das trotzdem falsch. Diesmal mit Vorsatz. So. So viel Zeit habe ich nicht. So viele O's zu sprechen. Um Himmels Willen. Niemand hat die Absicht, so viele O's zu sprechen. Gibt es noch mehr Ground-Experimente im Stock-Game? Ja, gibt es später. Die habe ich noch nicht freigeschaltet. Deshalb arbeite ich im Moment mit dem, was ich habe. Ich habe auch schon eine Wetterstation. Die bringt hier halt nichts, weil hier gibt es halt kein Wetter. Da macht das nur so eingeschränkt viel Sinn. Zack. Aber es gibt noch, ich glaube, es gibt noch einen, jetzt muss ich mich weit aus dem Fenster hängen. Ich weiß es tatsächlich gar nicht so sehr genau. Es gibt, glaube ich, noch so eine Art Science Lab, meine ich. Also hier so ein Materials Bay, auch auf Dauerbeobachtung. Was war denn noch? Also es gibt auf jeden Fall noch ein paar Teile. Es gibt auch noch ein RTG-Stromerzeuger-Ding. Was kann ich noch sagen? Ionenscanner und Seismic, okay. Was Wechseln sagt. So. Wir sind... Schnell noch einprogrammieren hier alles. Zack, zack, zack. So. Sehr gut. Wir sind fertig. Wir sind fix und fertig. So, damit keine Unfälle passieren, steigen jetzt auch bitte alle in die obere Kapsel ein. Einfach nur, damit ich nicht aufgrund von Vergesslichkeit jemanden töte. Das wäre der peinlichste Tod, den man haben kann. Winter hat's vergessen. Deshalb bin ich tot. So, und eine Fahne noch. Diesmal darf Neo das machen. Zack, zack. Plant Flag. Sehr schön. Ja, Fahne bin ich gerade dabei. Ich denke, da haben wir im gleichen Moment dran gedacht. Neo, dann schnell, schnell. Der Flieger geht gleich. Last call for Mr. Neo Kerman. For Flight 1. To Kerman. Huch. So. Dann machen wir hier mal alles sauber zu.
Class bay doors. Retract Gouray. Retract Thermometer. Retract Barometer. Und. Ist der safe? Ne, der hier noch. Also einfahren. Retract all bays. So, das müssen wir sehen, wann die leer sind. Und dann gehen wir jetzt erstmal in einen schönen, flachen 90-Grad-Orbit. Um den Weg nach Hause vorzubereiten. So, 20 Kilometer haben wir schon mal. Sieht gut aus. Sehr gut. Ich würde sagen, wir haben richtig, richtig was gerockt auf dieser Mission. Also der Gedanke hier, eine richtig coole Science-Mission draus zu machen, die uns wissenschaftlich echt vorwärts bringt, ist, glaube ich, sehr gelungen. So. Auch wenn wir es jetzt schlussendlich nicht mit Nukularantrieb geflogen sind, sondern mit diesem experimentellen Triebwerk, was wir ausprobieren sollten, bringt es uns, glaube ich, technologisch richtig vorwärts. Und Esquilax, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kurbonauten. So, alles gleich, dann machen wir kurz die Zupolarisierung. Hervorragend. So. Check. Das haben wir. Dann heißt es jetzt einmal einbremsen in den Kerbin Orbit. So nicht. Thank you. Okay. So. Dann ist es mal über. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Chevy Air Force, vielen Dank für den Resub im 17. Monat mittlerweile auch schon. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. So, da waren wir hoffentlich überall. Da haben ganz viele. Da waren wir, glaube ich, nicht. Was war irgendwas anderes, oder? Uli Wien, maybe. Ah ja, da können wir nochmal. Gut, dass wir das markiert haben. Das ist eventuell tatsächlich sehr hilfreich. So. And now kommst du Zündung. Nach Hause. Die erste zumindest. Gucken, wir fliegen immer noch auf den Außencontainern. Bleiben uns auch noch einen Moment lang erhalten. Habe ich so das Gefühl. Ja. Bleiben sie. Gehen nicht ganz leer. Gehen nicht ganz leer. So, in 4 Stunden haben wir Kerbin Escape. Kerbin Escape. Minmus Escape. Ich entschuldige mich. Akidewan, schönen guten Abend. So, hier sieht alles gut aus. Ordentlich Habitation noch in der Tasche. Essen ist auch noch genug da, dass im Moment zumindest niemand hungern muss. Okay, und dann würde ich mal sagen, machen wir mal einen kleinen optischen Ausflug Richtung Kerbin. So, wir wollen jetzt natürlich mit unseren Wissenschaftsdaten im Idealfall noch zur Raumstation. Und das Ganze würden wir gerne auch noch ein Stück weit einbremsen. Als allererstes machen wir mal einen Orbit Retrograde Burn.
für diese letzten paar Spritbubble, die wir noch haben. Und dann gucken wir mal, wo wir nach dem Decoupling stehen. Wirklich sehr schönes, sehr effizientes Triebwerk. Müssen wir mal gucken, was wir zu tun haben. Ich ziehe mal kurz die Solarpaneele ein, einfach damit wir keinen Blödsinn bauen. Das war, glaube ich, auch gar keine so schlechte Entscheidung. 1800 Delta V wieder, Freunde. Das ist doch ganz hervorragend. Solarpaneele wieder raus. So, und jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das hier so gestaltet. Raumstation fliegt auf 150 Kilometer Höhe, dann würde ich sagen, gehen wir mal als allererstes so auf 500 Kilometer Höhe, um da noch unsere Inklination anzupassen, dann ist das nicht ganz so teuer. Und dann warpen wir mal hier hin, hätte ich gesagt. Weil eigentlich sollte das bis hierhin noch eine relativ easy Nummer sein. So. Jetzt können wir nämlich hier. Manöver. Drehen den ganz gemütlich. Gemütlich. Wir müssen eh noch bremsen, dann können wir das ein bisschen kombinieren. Oh, das ist jetzt teuer. Also insgesamt natürlich teuer, weil wir sowohl reinbremsen als auch Inklination anpassen. Manche haben 38 Sekunden, das ist echt okay. Sehr schön, das sieht gut aus. Ich werde auch diesmal kein Docking mit der Station machen, um es nicht unnötig in die Länge zu ziehen, weil ich gerne die Landung noch machen möchte. Sondern ich werde dann nur kurz ein Rendezvous machen und ich muss eh raus mit dem Jetpack, so oder so. Von daher sparen wir uns heute das Docking aus Zeiteffizienzgründen. Und weil es uns halt einfach auch überhaupt keinen Mehrwert gibt, gedockt zu sein. Los geht's. Gefällt mir das Triebwerk. Sehr effizient. Viel Druck dahinter. Gefällt mir. Macht wirklich Spaß zu fliegen. Werde ich, glaube ich, in Zukunft öfter benutzen für solche Missionen. Ist kein Nukulartriebwerk, aber genau, Seiltock, da sind Inline-Fallschirme drin. Mit denen habe ich vor zu landen, natürlich. So. Die sind hier. Das sind meine Fallschirme. Die kommen links und rechts raus. Also seitlich. Das sind quasi die Fenster, aus denen das rausgesprengt wird. Und die bremsen dann meine Kapsel entsprechend. So, jetzt gehe ich mal in ein hoffentlich bald Begegnung mit meiner Raumstation. Ich bremse mal ein Stück runter. Mal gucken, was passiert. Also wir müssen so oder so bremsen. Von daher alles cool. Das sieht so schlecht gar nicht aus. Dann machen wir es noch mal ein bisschen langsamer für den nächsten Umlauf. Dann hat sie uns. Dann hat sie uns. So, also wir müssen jetzt ein bisschen höher bleiben als die Raumstation. So, jetzt wird er gleich umspringen auf den nächsten Orbit und dann wird sie sehr weit hinter uns sein, aber das können wir jetzt runterbremsen.
Wir wollen sagen, hey, komm, komm doch ran zu uns und im nächsten Orbit treffen wir uns. Indem ich meinen Orbit einfach so weit runterziehe, dass wir im nächsten zueinander finden. So. Da ist dann sogar noch ein bisschen Licht. Oh, das ist tatsächlich sehr gut. 1,9 Kilometer. Gutes Encounter. Sehr gutes Encounter. So, wir stehen bei noch 12 Tagen Supplies, bei noch 200 Tagen Habitation. Wir sind sowas von safe mit der Mission. Ich bin zuversichtlich. Ich würde sagen, wir machen mal diesen Warp hier rüber. Das passt eigentlich alles ganz gut. Ich bin wirklich, wirklich zuversichtlich, dass das sehr gut funktioniert. So, dann machen wir einmal Target Retrograde gleich rein. Also auch kaum Meter pro Sekunde anzugleichen. Sehr, sehr schön. Gut, dann machen wir den Angleich. Dann werden wir uns noch ein bisschen annähern, bevor wir rausjetpacken, um unsere Forschungsdaten abzugeben. Und dann, eigentlich hätte ich mich einen Dockingport sparen können. Eigentlich hätte ich mir den Dockingport sparen können, so retrospektiv betrachtet. Aber hinterher ist man bekanntlich immer schlauer. So. Bringen das Ganze jetzt mal schön nah zueinander. An die 100 Meter ran. Oder unter 100 Meter im Idealfall. So. Wollen wir noch docken? Na kommt, wir docken das noch, oder? So viel Zeit muss sein. Ich werde dann zwar trotzdem aussteigen müssen, aber dann docken wir das noch. So, für alle, die die Docking-Musik dazu hören wollen, Ausrufezeichen Docking, kriegt ihr den entsprechenden Link. Einfach anschmeißen, Musik oben drüber legen. Dann kriege ich hier keine Strikes. Ihr bekommt die adäquate Musik für ein Docking. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier nochmal in der aufkommenden Dunkelheit in ein kleines Docking-Manöver über. In der Hoffnung, dass ich das halbwegs auf die Kette bekomme. Und dann steige ich aus und trage die Wissenschaftsdaten rüber. Dim, 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 dim. Nein, wir können sie dann direkt aus dem Pod übertragen. Bevor wir uns dann zur Landung ansetzen. Sehr schön, dann einmal den richtigen Dockingport anvisieren, nämlich den da. So. Und dann los geht's. So, wir haben ja noch genug Sprit, monopropellantseitig da, dass wir ein bisschen
bisschen auf die Power hauen können. Wir müssen erstmal auf die richtige Seite der Station. Trombo, vielen Dank fürs Follow. So, jetzt muss ich kurz wieder runterbremsen. Schnell. So. Gut. Im Sonnenuntergang, aber auch exakt im Sonnenuntergang. Instadoc, sehr schön. So, dann sind wir doch zu übernachten auf der Station angekommen, würde ich sagen. Dann packen wir mal unsere ganzen Wissenschaftsdaten, die wir hier so haben, in die Station zum Forschen, soweit das eben geht. So, und den Rest parken wir dann. Ich denke, ich werde nicht alles reinbekommen. Irgendwann wird das Labor einfach voll sein. Alles voll. Das ist aber nicht so wild. Wir werden jetzt die restlichen speichern. Und jetzt kommt kurz der Einsatz. Jetzt darf auch mal unser Pilot kurz raus, der Antrax, mal was machen. Nämlich das Päckchen mit den Daten rüberbringen, weil jetzt gerade wird er nicht gebraucht. Take Data. So. Die können wir jetzt nämlich im Labor speichern. Dann können die Jungs das später in die Forschung übernehmen, wenn sie die Daten aufgearbeitet haben. So entstehen viel, viel mehr Wissenschaftspunkte draus. Sozusagen als Briefkasten, ja, genau. Also ich packe sie einfach hier rein. Und hätte mir jetzt auch nicht geholfen, weil es gibt ja eine andere Menge an Science und die hole ich jetzt. Die hier unten in dem Container drin ist, die will ich ja gar nicht übertragen. Ich will ja nicht alles aus der Wessel gerade rausziehen. Den Part möchte ich natürlich gerne in der Kapsel drin lassen. So, das sind nochmal 28 Experimente. Die wiederum kommen jetzt in die Kapsel rein, weil wir ohne die Kapsel, also ohne diese Etage landen werden gleich. So, dann einmal Experimente rein. Einmal der Antrax rein. So. Und dann hätte ich gesagt, machen wir doch eine gemütliche Runde durch die Nacht außenrum und werden dann direkt im Morgengrauen abkoppeln und zur Landung ansetzen auf Kerbin. Hier ist auch gerade eine Sonnenfinsternis, so wie es aussieht. Ja, verursacht durch den Moon tatsächlich. Okay, so, wir sind auch schon wieder im Licht. Das heißt, wir können abkoppeln soweit. So, eine sehr erholsame Nacht. Retrograd. Wir haben entsprechend auch noch ganz gut Tank
Füllung parat, um das hier tun zu können. Und ich würde sagen, wir geben jetzt schon mal Gas mit dem Monoprop für einen kurzen Moment, um uns schon mal auf sichere Entfernung zu bringen, bevor wir gleich zünden. Und dann können wir hier schon mal Toggle-Info beide auf 5500. Full Deploy auf 1000 Meter. Copy, copy, close arm. Was auch immer jetzt passiert, der Fallschirm geht auf jeden Fall auf. Zack. Das haben wir noch. Das Ding kann rein. Und wir gehen in die Bremsung über. Ich glaube, so sollte es safe ein Splashdown werden. So, sehr schön. Da verschwindet die Raumstation. Wir tauchen in Richtung Atmosphäre zurück. Sitzen auch alle in der richtigen Kapsel. Wir gucken nochmal. Anthrax, Almisch, Neo. Sieht gut aus. Hier drin keiner. Gucken nochmal. Tatsächlich no crew on part. Alles ist super. Läuft. Läuft, würde ich sagen. Läuft auf jeden Fall. Und jetzt warten wir noch ganz kurz, bis wir an die Atmosphäre rankommen. Und dann lassen wir das Teil verschwinden. So, wir kommen zum Glück jetzt auch nicht ganz so schnell rein. Da ist das KSC. Können wir auch gleich nochmal so ein bisschen. Ach, egal. So. Die Kappe. Jawohl. Und dann bringen wir uns noch aus der Gefahrenzone raus, indem wir ein bisschen unseren Rest-RCS benutzen. Und dann heißt es Wiedereintritt für uns. Zusammen natürlich mit unserem Service-Modul, aber das Service-Modul verlässt uns jetzt leider. Schauen wir mal, wie viele Wissenschaftspunkte es geworden sind. 28 waren es. Experimente sind gar nicht so viel, aber wir haben natürlich auch noch mal eine sehr große Anzahl für die langfristige Bearbeitung hinterlassen auf der Raumstation. Von daher, ich bin ganz guter Dinge. Ich bin ganz guter Dinge, dass sich das auf jeden Fall gelohnt hat. Und ob wir die vierstellige Zahl an Science-Punkten zusammenbekommen, das werden wir gleich sehen. Kompatibilität habe ich eingestellt bei Seekern für 1.6 und 1.7. Genau, what Neo said. Ich glaube, bei Anthrax ist irgendwas kaputt gegangen. Anthrax ist durchgebrochen in der Mitte. Alles gut aus. Das ist nichts, was mich beunruhigt hier gerade. Die Kapsel rockt das fröhlich weg. 4G ist auch nichts für unsere trainierten Carbonauten. Und ich denke, das wird für Almisch auch der erste, vielleicht sogar die ersten zwei Sterne sein. Mal gucken. Mal gucken. So, Fallschirme sind safe. Hier steht es auch noch massig Ablator übrig. Wir sind sowas von sicher und wir gehen in den Splashdown. Wir gehen in den Splashdown rein. Das sieht alles nach einer rundum guten Mission aus. Ganz sachte die Landung für die Kapsel. Ja, insgesamt sind es sicherlich mehr Experimente, aber wir kriegen natürlich die Science aus den anderen Experimenten erst so nach und nach übertragen. Da müssen wir dann aber gleich mal hin zur Kerbin Space Station noch und die restlichen Sachen einsacken. Die haben sicherlich in den knapp 20 Tagen, ja nicht ganz, 14, 15 Tagen, die wir jetzt unterwegs waren, sicherlich auch ganz gut noch Wissenschaftspunkte erarbeitet.
So, und hier kommt unser Splashdown. Yay. Und jetzt schauen wir mal, würde ich sagen. Jetzt schauen wir mal. Wie viel wird es sein? Schaffen wir vierstellig? Schaffen wir nicht vierstellig? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also mit allem zusammen, wenn das durchgearbeitet ist, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich bin skeptisch, ob es jetzt reicht. Ich glaube es nämlich nicht. Dafür haben wir zu viel abgegeben. Ah, doch. 1025,1 Science-Punkte. Yes. Und wir haben noch richtig massig was in Reserve. Sieht sehr gut aus. Antrax hat das Research X-Ribbon, das Significant Contract Ribbon und das Multiple Contract Ribbon noch gemacht. Neo hat Flag on Mimos Ribbon noch und Almesh ist einmal durchmarschiert und hat sich einfach alles mitgenommen. Hatte natürlich auch noch nichts. So. Sehr, sehr gute Mission. Wir gehen jetzt nochmal kurz hoch auf die Raumstation, kassieren dort die Wissenschaftspunkte ein. Und dann würde ich sagen, machen wir das große Shopping, das große Science Shopping in der nächsten Folge. Schauen wir mal, wie viel die erarbeitet haben und wie viel die vor allen Dingen jetzt pro Mission machen. Pro Mission sage ich schon, pro Stunde. Ist das Stunde? Ja, ich glaube stundenweise. Ich glaube, das Launchpad ist kaputt. Ich hoffe nicht, dass das Launchpad kaputt ist. Das wäre relativ traurig. Und teuer. Traurig und teuer. So. Zack. Also, die erarbeiten jetzt 9,8 Science-Punkte pro Tag. Das ist schon mal ziemlich gut. Die haben auch noch 116. Das können sie mal transmitten. So, und wir haben hier... Ah, kleinere Data-Sachen kommen dann nämlich noch rein. Jetzt ist voll. Oh Gott, nicht auf den Mülleimer. Never auf den Mülleimer. So, sehr schön. Daten fließen hoch und wir haben jetzt 11 Science-Punkte pro Tag, die hier erforscht werden. Dank unserer hervorragenden Wissenschaftler Bob und Euphor. Sehr gut. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Grundlage für die nächste Folge. Und damit sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Mein Name ist Robert und tschüss.